Was war das für ein Schrei? Das ist sicher schrecklich. Ne? Da muss was passiert sein. Komm in das hier. Hier drüben, vom Hofgarten. Komm, lass uns mal nachsehen. Wo ist unser Wagen? Da drüben. Halten Sie mal das Fernlicht an, da auf dem Pavillon zu. Sie, sagen Sie doch was. Geben Sie sich keine Mühe, die ist tot. Gut, sicher umgebracht. Umgebracht? Also wenn das ein Mord ist, dann muss der Mörder hier noch irgendwo in der Gegend sein. Da ist die ganze Polizei. Eine junge Frau, Messerstich in den Rücken, mitten ins Herz. Es haben Sie aber eine Menge Leute schreien hören. Danke. Wann ist das passiert? Ziemlich genau um 10 Uhr. Täter hat natürlich niemand gesehen. Nein, wie vom Erdboden verschwunden. Was ist das für ein Mädchen? Irene Maurer heißt sie. Noch sehr jung, was? Ja, 20. Nein, 21. Hatte vorige Woche Geburtstag. Wo wohnt sie? Wenn die Adresse hier drin stimmt, Lindwurmstraße. Machen Sie mal auf. Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei. Das können Sie sich sparen. Ich bin selber von der Polizei. In diesem Hause wohnt ein junges Mädchen, Irene Maurer. Öffnen Sie mal die Haustür. Ja, wer sind Sie denn? Oberinspektor Derrick, Mordkommission. Mordkommission? Ja. Zu Maurer wollen Sie? Ist denn da was passiert? Wo wohnt das junge Mädchen? Da oben, im ersten Stock. Moment mal. Wohnt sie allein da oder hat sie Familie? Nein, bei ihren Eltern. Dankeschön. Bitte. Lassen Sie mich jetzt allein. Ja, aber was ist denn passiert? Bitte gehen Sie wieder ins Bett. Ja? Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Guten Abend. Herr Maurer? Ja. Kriminalpolizei. Sie wollen zu uns? Ja, Sie haben eine Tochter, Irene. Ja. Darf ich hereinkommen? Danke. Ihre Tochter ist tot. Handelt es sich wirklich um meine Tochter? Sie ist ermordet. Bitte geh ins Bett, Martha. Ich hab was zu besprechen. Ich sag dir dann alles. Na bitte, geh schon. Du hast etwas zu besprechen, Max? Ja, komm, geh ins Bett. Ich sag dir dann alles. Meine Frau, ich muss den Hausarzt anrufen. Ja. Ich kann es meiner Frau nur sagen, wenn der Arzt dabei ist.
Maurer hier. Maurer. Dr. Hirtl. Können Sie bitte gleich mal kommen? Meine Tochter ist... Ich muss meiner Frau mitteilen, dass meine Tochter tot ist. Ich möchte, dass Sie dabei sind, ja? Danke. Er kommt. Der Doktor hat meine Tochter zur Welt gebracht. Ermordet? Tja, sie wurde erstochen im Hofgarten. Es gibt keinen Hinweis auf den Täter. Niemand hat ihn gesehen. Keine Zeugen, keine Augenzeugen. Wissen Sie, was Ihre Tochter um diese Zeit im Hofgarten gewollt hat? Ich weiß es nicht. Im Moment wohnt meine Tochter nicht hier. Die wohnt bei einem Bekannten. Wollen Sie mir den Namen sagen? Der Mann heißt Limbach. Ich kann Ihnen seine Telefonnummer geben. Was ist das für ein Mann? Was macht er beruflich? Ich meine, in welcher Beziehung steht er zu Ihrer Tochter? Er ist der Liebhaber von meiner Tochter. Und vom Beruf, glaube ich, ist er Kaufmann. Und wie lange wohnt Ihre Tochter bei ihm? Ein halbes Jahr. Haben Sie Streit mit Ihrer Tochter? Nein. Das ist ein fremdes Wort für uns. Streit mit meiner Tochter, das ist ganz und gar unmöglich. In Sorge, ja, immer. Sie ist sehr labil. Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen? Sie war die letzte Zeit nicht hier. Nicht einmal zu ihrem Geburtstag, aber sie hat telefoniert mit meiner Frau letzte Woche. Kein Hinweis auf den Hofgarten, den Sie danach fragen wollten. Der Arzt ist da. Hallo, wer ist denn da? Ja, Limbach. Ja, was ist? Oberinspektor Derrick, Kriminalpolizei. Kann ich Sie mal sprechen? Wissen Sie, wie spät es ist? Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Irene Maurer ist ermordet worden. Irene ist ermordet worden? Mann, was haben Sie mir denn da für Sachen? Kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich doch. Erlauben Sie, dass ich mich anziehe. Also los, was ist passiert? Irene Maurer ist heute Abend gegen 22 Uhr im Hofgarten erstochen worden. Von wem? Der Täter ist unbekannt. Die 100 Leute haben ihren Schrei gehört, aber niemand, der den Täter gesehen hat. Warum kommen Sie zu mir? Warum wecken Sie mich auf? Ich war bei Irenes Eltern. Der Vater sagte mir, Irene sei ihre Geliebte gewesen. Sie habe hier gewohnt. Der Mann ist nicht ganz unterrichtet. Irene hat mal hier gewohnt. Aber das ist schon lange her. Wie lange? Ungefähr 2-3 Monate. Ich will es nicht ungefähr wissen, ich will es genau wissen. Ja, dann müsste ich überlegen. Ja, überlegen Sie mal. Vor 2 Monaten verließ sie diese Wohnung. Wie lange hat sie hier gewohnt? Vierteljahr. Warum ist sie ausgezogen? Aus privaten Gründen. Tut mir leid, das genügt mir nicht. Ja, ist das eine Vernehmung? Ja, es ist eine. Hören Sie, ich habe den Mord an einem jungen Mädchen aufzuklären, das ihre geliebte Mann hier gewohnt hat. Ich wiederhole jetzt meine Frage. Warum ist sie ausgezogen? Weil es aus war mit der Liebe. Hören Sie, Ihr Ton gefällt mir nicht. Da haben Sie recht, der gefällt mir oft selbst nicht. Wo ist sie hingezogen? Naja, irgendwo muss sie ja gewohnt haben, nicht wahr? Das wissen Sie nicht? Keine Ahnung. Darf ich mir mal Ihre Wohnung ansehen?
Haben Sie ein Recht dazu? Und was wollen Sie sehen? Erlauben Sie es, ja oder nein? Kann ich es verweigern? Ja, natürlich. Aber das wäre wohl nicht besonders gut, wie? Nein, es wäre nicht besonders gut. Bitte? Öffnen Sie mal den Schrank, bitte. Bitte? Die Kleider, die... Ich habe sie ihr gekauft. Geschenkt. Sie hat sie hängen lassen. Ah. Sie ist also im Streit gegangen. Ein bisschen Streit gibt's doch bei jeder Trennung. Doch nichts Besonderes, oder? Darf ich mal das Bad sehen? Bitte. Im Augenblick haben Sie keine Freundin, was? Im Augenblick lebe ich in diesem Punkt à la carte. Sind Sie verheiratet? Nicht mehr. Warum sind Sie geschieden? Die Ehe war mir zu unbequem. Was für einen Beruf haben Sie? Ich habe ein Reisebüro. Flugreisen. Nahe Osten, Afrika. Welchen Beruf hat Irene Maurer? Sie war Dolmetscherin. Englisch und Spanisch, glaube ich. War sie in einer festen Anstellung? Nein, jedenfalls nicht, dass sie bei mir wohnt. Wo haben Sie Irene Maurer kennengelernt? In Afrika, in der Serengeti. Sie machte eine Safari mit ihrem Freund. Ihr Wagen hatte eine Panne und ich habe ihnen geholfen. Ein Freund? Ja. Er ist noch da unten, in Afrika oder Griechenland. Das ist ein Typ, der ständig unterwegs ist. Wie heißt er? Bondek, Gerhard Bondek. Und haben Sie ihm die Freundin ausgespannt? Mann, Sie entwickeln ja Fantasie. Ja, richtig. Sie erschien plötzlich in Nairobi am Flugplatz und sagte, ich fliege mit. Ja. Ja, dann erzählen Sie mir mal, wo Sie heute Abend waren. Ich war die ganze Zeit hier. Gibt es einen Zeugen, eine Zeugin dafür? Nein. Kein Telefongespräch, das Sie entgegengenommen haben? Nein. Niemand hat mich angerufen. Ich meine, jedenfalls fällt mir im Moment keiner ein. Was bin ich eigentlich für Sie, ein Verdächtiger? Hören Sie, alle meine Fragen dienen nur dazu, Sie aus dem Kreise der Verdächtigen auszuschließen. Ja, dann tun Sie das bitte auch. Hören Sie, ich habe Frauen sehr gern, aber ich bringe es nicht um. Ich liebe Sie, Sie wohnen eine Weile hier und dann schicke ich Sie zum Teufel. Aber nicht mit dem Messer. Jetzt bist du enttäuscht, was? Nein, aber die Beziehung zwischen ihm und dem jungen Mädchen, die war ziemlich, na, sagen wir es ruhig, sie war etwas obskur. Und außerdem hat der Mann kein Alibi. Du magst ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Nein. Ja, bitte. Herr Maurer. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen denn? Danke. Kommen Sie. Meine Frau. Ich weiß nicht, wie sie das überlebt. Wissen Sie schon näher? Nein, tut mir leid. Warum ich gekommen bin. Meine Tochter hatte einen sehr guten Freund, bevor sie zu diesem Liebhaber gezogen ist. Der Mann heißt Bondek. Ja, den Namen habe ich gestern Nacht schon gehört, von Limbach. Ich habe versucht, den Bondek zu erreichen. Wissen Sie, er kannte nämlich Irene sehr gut, besser als wir Eltern sie gekannt haben. Ich habe den Hafen von Antibes angerufen, den Hafenmeister. Herr Bondek hat da ein Segelboot und den Liegeplatz. Der Hafenmeister hat mir gesagt, die Antares, so heißt das Boot, danke, sei nicht im Hafen, werde aber erwartet. Ich habe ausrichten lassen, Herr Bondek möchte mich sofort anrufen und eben hat er es getan. Er will hier kommen. Er ruft Sie auch noch an. Eigentlich wollte ich noch zur Apotheke. Ja, herzlichen Dank, Herr Maurer. Sie haben uns sehr geholfen. Herr Maurer, ich rufe Sie dann an, nicht wahr? Ja, hallo? Ja? Ja, Moment mal bitte.
Bondeck aus Antibes. Ui, das geht aber flott, was? Oberinspektor Derrick, ja? Ja, mein Name ist Bondeck. Guten Tag. Sagen Sie, Herr Maurer hat Sie verständigt? Ja, hat uns gerade informiert, ja. Ja, ich habe von ihm erfahren, was passiert ist. Ich habe schon einen Flug gebucht. Ich werde so gegen 13 Uhr in München sein. Kann ich dann gleich zu Ihnen kommen? Selbstverständlich, ja. Wissen Sie, ich habe Irene Maurer sehr gut gekannt und ja, ein persönliches Interesse daran, dass der Fall aufgeklärt, der Mörder gefunden wird. Oder haben Sie ihn schon? Nein, wir haben ihn noch nicht. Möchte Sie jetzt schon hinweisen auf einen gewissen Limbach? Ah ja, den Namen habe ich gestern Nacht schon gehört, ja? Darf ich Sie das fragen? Bitte? Hat der Mann ein Alibi? Moment mal. Ah ja, Sie kommen von Nizza. 13.30 Uhr, nicht wahr? Ja, richtig, genau. Ja, ich hole Sie dann am Flughafen ab, wenn es meine Zeit erlaubt. Vielleicht treffen wir uns an der Information. Gut, mache ich. Besten Dank. Wiederhören. Wiederhören. Die, wieso ist denn ab? Da kann sie doch ein Taxi nehmen. Hier sind die Tatortfotos. Und die Unterlagen über Limbach. Danke. Limbach. Reisebüro. Ich könnte hier nicht parken. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn ich hier nicht parken darf, dann steigt die Quote der ungelösten Fälle. Was für Fälle sind es denn? Mordfälle. Sie haben gewonnen. Danke. Aber ich stecke Ihnen trotzdem meinen Zettel dran. Absolut in Ordnung. Sonst steigen meine ungelösten Fälle. Schön. Wiedersehen. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Ist Herr Limbach da? Wir beraten Sie genauso gern. Ja, das glaube ich Ihnen, aber in diesem Fall können Sie mir kaum helfen. Ich melde Sie an. Wie ist Ihr Name? Derrick. Ja? Herr Derrick. Sie? Guten Tag. Es tut mir leid, wenn ich Sie störe. Ich habe Sie fast erwartet. Haben Sie. Ich hätte darauf gewettet, dass die gespenstische Szene von gestern Nacht eine Fortsetzung findet. Was ein Gespenst ist. Sie sind gut. Für Sie bin ich doch der Mörder. Nein, nicht doch. Nur ein möglicher Mörder. Ich möchte mir gerne ein genaueres Bild von Ihnen machen. Ja, wie wollen Sie das bekommen? Wollen Sie meine Mitarbeiterin befragen, wer ich bin? Was sicher nicht uninteressant wäre. Nein, haben Sie nicht ein persönliches Notizbuch mit Namen, Adresse und Telefonnummer? Ja, natürlich habe ich so etwas. Darf ich das mal sehen? Was ist denn daran so interessant? Geben Sie es mal her, ja? Eine ungewöhnliche Methode. Ja, aber glauben Sie mir, es ist nicht schlecht. Aber es ist Zeitverschwendung. Sie verschwenden Ihre Zeit und meine. Gut, fangen wir mal von vorn an. Adelheid. Freundin von früher. Gibt sie noch? Nein, die gibt es nicht mehr. Abershoff? Den gibt's noch. Mein Friseur. Ambach? Mein Steuerberater. Augen, ne? Ein Waffengeschäft. Sind Sie Jäger? Ich habe in Afrika auch gejagt. Dann haben Sie auch ein Jagdmesser. Ja, auch ein Jagdmesser. Das werden Sie ja nicht in Afrika gelassen haben. Wo ist es? Sie werden sich wundern. Ich habe es dort gelassen. Ich habe die Jagd aufgegeben. Bitte weiter. Asla, Carla. Eine Filmschauspielerin, die ich kenne, die mir bekannt ist. Ist der Chef schon frei? Immer noch nicht. Verzeihung, Herr Limbach kann im Augenblick nicht gestört werden. Rufen Sie noch mal an. Ich habe Hunger. Ich auch. So. Sind wir jetzt durch? Ja, wir sind durch. Kann ich das Notizbuch für einen Tag behalten? Ja, wozu? Wollen Sie feststellen, ob ich etwas ausradiert habe? Aber Sie bekommen es morgen zurück. Danke. Ja, Sie sind zweimal vorbestraft, wegen Körperverletzung. Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie damit ankommen. Also einmal, da haben Sie einen Kellner zusammengeschlagen, nur weil er Sie nicht schnell genug bedient hat. Und dann haben Sie eine Frau misshandelt. Sie haben den Kiefer zerschlagen. Es war Ihre eigene Frau. Das ist doch sicher was auf Ihre Mühlen. Hören Sie,
Ich möchte Ihnen gerne erzählen, was da vorausgegangen ist. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss zum Flughafen. Gerhard Bondek abholen. Bondek kommt her? Was will denn der hier? Ich nehme an, er will bei der Beerdigung dabei sein. Da können Sie sich freuen, da kriegen Sie jetzt Verstärkung. Der hält mich doch auch für den letzten Dreck. So. Und aus welchem Grunde der? Mein Name ist Bondek. Derek. Entschuldigen Sie, ich bin ziemlich kaputt. Bin die ganze Nacht gesegelt, habe Charter gestern an Bord gehabt, die ihr Flugzeug heute kriegen mussten. Wann haben Sie den Anruf von Maurer bekommen? Ja, wir haben so gegen 7 haben wir festgemacht und kurz vor 8 hörte ich vom Hafenmeister, dass er Maurer angerufen hat. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Danke, ja. Kaffee literweise im Flugzeug getrunken. Was mit Limbach? Hat er gestanden? Dieser Mann ist der Mörder, ohne jeden Zweifel. Dann haben Sie den Beweis, der mir noch fehlt. Ich habe Briefe von Irene, aus denen hervorgeht, dass nur dieser Mann als Täter in Frage kommen kann. Na fein, dann gehen wir ja vorwärts. Willi, ja? Ich habe hier das persönliche Notizbuch von Limbach. Ich möchte gerne, dass es fotokopiert wird. Ja, ja gut, mach. Danke sehr. So, kommen Sie. Harry, das ist Herr Bondek. Und das ist Inspektor Klein. Tag. Sagen Sie, das persönliche Notizbuch von Limbach? Bitte? Ja, ich meine, mit allen Namen, Adressen, Telefonnummern. Ja. Ja, wie ich Ihnen schon sagte, Irene hat mir geschrieben. Hier ist die Absender. Irene Maurer bei Asler, Wilhelm Diesweg 88, München 80. Jetzt wissen wir ja endlich, wo sie gewohnt hat. Wer ist das, Asler? Wissen Sie es? Eine Filmschauspielerin. Haben Sie den Namen nie gehört? Nein. Er ist keine sehr gute Schauspielerin, hat er. Eine tolle Figur. Die Figur ist, glaube ich, ihr Talent. Darf ich den Brief mal sehen? Es ist ein sehr persönlicher Brief. Ich bin völlig entmutigt, weil ich mich in einer Weise entfernt habe, die es mir nicht erlaubt, zu dir zurückzukehren. Ich habe meinen Mittelpunkt verloren. Jeder neue Tag erschreckt mich. Der Brief ist unterschrieben mit Shiva. So habe ich sie genannt. Nach einer Gepardin. Wir waren ja 2 Jahre zusammen in Afrika. Stefan, sind da irgendwelche neuen Informationen drin? Keine direkten. Was ist mit dir passiert? Irgendetwas muss mit dir passiert sein. Was? Kann man es besser sagen, dass sie das gemacht hat? Sie sagt, sie hat ihren Mittelpunkt verloren. Tut mir leid, ist mir zu allgemein. Was kann einem Menschen Schlimmeres passieren? Sieht das die? Ja. Darf ich? Bitte. Diese hier? Das sind Fotos vom Umkreis des Tatortes. Wo ist das? Vor der Residenz. Diese Leute sind so feierlich angezogen wie zur Oper. Es war ein Empfang. Und keiner hat Limbach gesehen? Keiner. Was werden Sie jetzt tun? Tja, ich fahre jetzt zu Carla Asler. Kommen Sie mit? Wir haben Limbach in Afrika kennengelernt. Er sah Irene und wollte sie gleich haben, vom ersten Augenblick an. Da machte er auch gar keine Hehl draus. Er sagte, na, wollen Sie Ihren Freund da nicht laufen lassen und mich nehmen?
Für ihn war das eine Art Gesellschaftsspiel. Ein Spaß, der kein Spaß war. Und Irene? Irene? Ja, ich könnte nicht sagen, dass sie leichtfertig war. Wie soll ich das sagen? Neugierig. Hansi, wann war denn das? Wann ist sie dazu hingezogen? Das sind jetzt 5 Monate her. Guten Tag. Sind Sie Hausmeister hier in dem Haus? Ja. Wir möchten zu Frau Assler. Zur Frau Assler? Die Frau Assler ist schon seit einer Woche nicht mehr da. Mhm. Die ist zu Filmaufnahmen. Die macht doch einen Film. Bei ihr wohnt ein junges Mädchen, Irene Maurer. Ist denn der Name bekannt? Ich kenne da keine Namen. Ja, die muss hier seit 2 Monaten wohnen. Ob da noch jemand wohnt bei dir? Keine Ahnung. Da geht's ja zu wie ein Daumenschlag. So. Das ist eine irrsinnig hübsche Person. Da ist immer was los. Mhm. Wissen Sie, wie man Frau Assler erreichen kann? Ja, sie hat mir eine Telefonnummer gegeben. Mhm. Aber ob sie die an Apparat kriegen, die dreht doch. Außenaufnahmen hat sie. Ja, irgendwo im Gebirge. Ruf sie an. Ende. Wir fahren jetzt zu ihm. Wollen Sie das? Unbedingt. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Limbach ist zum Essen gegangen. Was denn um diese Zeit noch? Ja, aber Sie haben doch alles durcheinander gebracht. Unseren ganzen Zeitplan. Ja, das tut mir auch sehr leid. Wo geht er denn hin zum Essen? Ich glaube, Sie erreichen ihn zu Hause. Oh, der ist zu Hause. Danke. Bondek. Hallo, Limbach. Ich habe schon gehört, dass du herkommst. Bist du geflogen? Aus Nizza. Vor ein paar Stunden angekommen. Das ist eine irrsinnige Geschichte, was? Wann hast du es gehört? Heute Morgen. 8. Irenes Vater hat mich angerufen. Mein erster Gedanke war dann, jetzt hat er sie umgebracht. Wen meinst du? Dich meine ich. Ja, bist du verrückt? Ich hab doch Irene nicht umgebracht. Komm doch zu dir, Mann. Du weißt doch gar nicht, was du redest. Komm, setzen wir uns doch erstmal. Darf ich was zum Trinken anbieten? Nein, danke. Komm, setz dich. Danke, steh lieber. Um jemanden so zu belasten, muss man schon Beweise haben. Vielleicht habe ich die. Ja, du spinnst doch. Irene hat mir Briefe geschrieben. Ich bring dich um, wenn du den anrührst. Was steht denn da drin? Unter anderem, dass sie dich verlassen hat vor 2 Monaten. Sie dich. Und dass du gekocht hast vor Wut. Ja, dann ist sie zu Carla Assler gezogen. Oder hast du es nicht gewusst? Doch, ja. So? Na, mir haben sie gesagt, sie wüssten es nicht. Ja, sie müssen mir zugutehalten, dass ich völlig durcheinander bin. Schließlich soll ich jemanden umgebracht haben. Da hat man Angst, überhaupt etwas zu sagen. Steht denn da noch drin? Und dass all deine Karten sind? Karten spielt man anders. Man legt sie nach und nach auf den Tisch. Tut mir leid. Ich habe zu tun. Ich habe schon genügend Zeit verloren. Ich muss noch mal ins Büro.
Sie sagten, Karten legt man nach und nach auf den Tisch. Das hört sich gut an. Was meinten Sie damit? Haben Sie gesehen, wer darauf reagiert hat? Herr Bondeck, enthalten Sie mir wichtige Informationen vor? Informationen? Was für ein Wort für solche Vorgänge? Sag mal, wo ist denn Bondeck gelassen? Ich habe ihm gesagt, er soll endlich mal was essen. Er ist ganz schön angeschlagen, die. Naja, es geht an die Substanz. Zwei Männer, die sich bis aufs Blut hassen. Und du stehst nicht zu sehr auf einer Seite. Ja, jeder hat seine Abneigung und Zuneigung. Dieser Bondeck, ja. Der hat eine, ich glaube, eine sehr starke Beziehung zu Irene Maurer gehabt. Hm. Sag mal, Harry, hast du mit Frau Assler gesprochen? Nein, nur mit einem Produktionsleiter. Ich habe gesagt, kann ich mal Frau Assler sprechen? Das hielt er für einen Witz. Wieso? Ja, er meinte, er könnte sie schon holen, er müsste nur mit einem Jeep eine Stunde in die Berge fahren. Die Aufnahmen müssten unterbrochen werden. Das Ganze würde 6.000 Mark kosten. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, sie soll sich melden, wenn sie abgeschminkt ist. Ja? Entschuldigen Sie. Haben Sie schon gegessen? Ja, mein Essen stehen lassen. Kann ich die Fotos noch einmal sehen? Bitte. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, war da ein Jaguar drauf. Na hier, ist doch ein Jaguar. Und ist eine Lupe. Ist ein Jaguar hier. Das ist ein Jaguar. Wo ist das aufgenommen? Eine Seitenstraße vom Hofgarten. Kann man die Nummer lesen? Ja, das ist sehr undeutlich. Meint das ein M, O oder U, N, U, N, 44, 440, 4422, 4422. Wenn das sein Wagen ist, dann... Was dann? Dann ist er doch dran, dann. Dann nützt ihm doch das ganze Lügen nichts mehr, dann. Dann kann er im Gefängnis verfaulen. Ja, bitte? Ach, Sie sind's. Hören Sie, Derek. Ich habe mit meinem Anwalt gesprochen. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Da ja, Herr Limbach, das verstehe ich ja sehr gut. Natürlich muss ich nur bitten, zu mir zu kommen. Und zwar sofort. Ich denke nicht daran. Ich habe zu tun. Sie können mit mir einen Zeitpunkt vereinbaren, der mir passt. Ich bin Geschäftsmann, der sich seine Zeit einteilen muss. Nun hören Sie einmal zu, Sie Geschäftsmann. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Wagen in der Nähe des Tatortes stand, während Sie den ganzen Abend zu Hause waren? Ja, ja, ich bin noch da. Und wer behauptet, dass ich? Auf ein Polizeifoto. Ja, ja, ich komme. Sie sagten, da war ein Empfang. Ja, könnte jetzt nicht sagen, dass er auf diesem Empfang war. Mehr noch. Er hätte tatsächlich da gewesen sein können. Nur, warum hätte er mir das verschwiegen? Dafür gibt es ja gar keinen Grund. Nein. Wenn er jetzt kommt, kann ich dann dabei sein? Nein, schauen Sie, gegenüber ist ein sehr schönes Café. Sie haben noch immer nichts gegessen. Sie sprachen von einem Polizeifoto?
Ja, Sie werden ja wohl kaum bestreiten, dass es sich da um Ihren Wagen handelt. Ne? Kann ich gegen ein Foto an? Ja. Das ist mein Wagen. Ich habe ihn dort geparkt. Zur Mordzeit? Ja. Ich habe Sie schreien gehört. Ich habe den Schrei gehört. Wissen Sie, dass ich Sie am Schrei erkannt habe? Ich wusste sofort, da stirbt Irene. Sie bestreiten also, dass Sie sie umgebracht haben? Ja, das bestreite ich. Ich weiß, dass alles gegen mich spricht, aber ich habe sie nicht umgebracht. Wollen Sie sagen, es war Zufall, dass Ihr Wagen da geparkt war? Und 250 Meter weiter im Hofgarten wird Ihre Freundin umgebracht. Zufall? War es ganz sicher nicht. Nein. Ich hatte mich mit ihr verabredet. Wir hatten uns wochenlang nicht mehr gesehen. Sie sagte, ich möchte dich noch einmal sehen. Ich sagte, komm her. Sie wollte nicht. Sie sagte, ich komme nie mehr zu dir. Sie hat nicht gesagt, was sie von Ihnen wollte? Nein. Haben Sie nicht danach gefragt? Doch, aber sie hat es nicht gesagt. Sie sagte nur, morgen Abend um 10 im Hofgarten. Hofgarten, da ist es um diese Zeit nicht nur dunkel, das ist unübersichtlich, da verabredet man sich doch nicht. Das weiß ich ja. Das weiß ich doch alles. Aber sie wollte es so. Ich bin hingefahren, habe den Wagen in der Seitenstraße geparkt. Ich war schon im Hofgarten, kurz vorm Pavillon. Da habe ich den Schrei gehört. Ich war keine 30 Meter weit weg. Ja, müssen Sie einen Mörder gesehen haben, nicht? Nein, ich habe nichts gesehen. Den Mörder nicht. Niemand. Sie habe ich gesehen. Wie sie am Boden lag. Und? Was haben Sie getan? Nichts. Später, als die Polizei kam, bin ich dann weg. Wieder zurück zum Wagen? Nein. In die Gaststätte, am Hofgarten. Sie müssen mir glauben. Ich war es nicht. Was für einen Grund soll ich denn gehabt haben? Sagen Sie mir das doch, was für einen Grund? Was für einen Grund denn? Schickt mir bitte zwei Beamte. Es tut mir sehr leid, aber ich muss sie vorläufig festnehmen. Sie kommen ja näher und näher, was? Du willst mir den Mord anhängen, du Schwein. Ich will nur, dass du bestraft wirst für den Mord, den du begangen hast. Ach ja, Herr Bondek. Kommen Sie bitte. Gratuliere. Es gibt also doch noch Gerechtigkeit. Bitte? Also, er gibt zu, dass er am Tatort war. Aber den Mord habe er nicht begangen. Das gibt's doch nicht. Man, der muss doch jetzt zusammenbrechen. Er sagt, Irene habe sich mit ihm verabredet. Aber was sie von ihm gewollt habe, das wisse er nicht. Ich weiß, warum er sich noch so sicher fühlt. Weil er glaubt, es gibt kein Motiv, aber es gibt eins. Es gibt nämlich noch einen zweiten Brief von Irene. Ich weiß, ich hätte den schon früher geben sollen, aber so persönlich. Mein Lieber.
Lieber, dies sollte ein glücklicher Brief werden. Ich wollte zu dir zurück. Aber es ist alles anders gekommen. Aber es ist alles anders gekommen. Mir ist etwas Entsetzliches passiert. Ich bin nicht mehr der Mensch, den du gekannt hast. Und ich werde es nie wieder sein. Wenn du es jemals wissen willst, so frage einen gewissen Joe Schneider, der war dabei. Ja, was sehen Sie mich so an? Der Name steht auch im Notizbuch von Limbach. Ja, ich weiß, wo der wohnt. Ich habe mich sofort erkundigt, aber da kommt erst morgen zurück. Aha. Ja gut, dann vertagen wir uns auf morgen. Ja? Lasse Sie jetzt in ein Hotel bringen. Schneider? Joe Schneider? Haben Sie da heute Morgen angerufen? Mein Büro. Kriminalpolizei. Mordkommission. Und was habe ich damit zu tun? Es geht um den Mord an Irene Maurer. Sie kennen Irene Maurer? Ja, der Name ist mir bekannt. Auch der Name Limbach? Ja, auch der Name Limbach. Mhm. Woher? Hab mal über sein Büro eine Reise gebucht. Haben Sie ihn auch privat kennengelernt? Ja. Wollen Sie ihn erst mal vorstellen? Das da übrigens, das ist Herr Bondek. Bondek? Der Mann mit dem Segelboot? Ja, genau. Der Mann mit dem Segelboot. Wo können wir uns unterhalten? Ich möchte Sie nicht gerne hier auf dem Hof vernehmen. Vernehmen? Kommen Sie. Zunächst einmal, wer sind Sie und was machen Sie? Macht uns Porte für eine Filme. Nehmen Sie mal die Brille ab, ja? Fertigration, Garderobe, Requisite. Alles, was auf dem Gebiet anfällt. Kennen Sie Carla Assner? Ja, die dreht gerade in dem Film, für den ich fahre. Sie wissen, dass Irene Maurer bei ihr gewohnt hat? Ja. Sie wissen auch, dass Irene Maurer ermordet wurde? Das habe ich gehört. Von wem haben Sie es gehört? Limbach hat es mir gesagt. Wann? Ich gestern Nacht angerufen. Ich habe es gar nicht gewusst. Ich war im Gebirge bei Außenaufnahmen. Sie werden in einem Brief erwähnt, den Irene Maurer an Herrn Bondek geschrieben hat. Ich bin da erwähnt? Was steht denn da drin? Nichts Schmeichelhaftes. Da steht drin, dass Sie und Limbach ihr etwas Entsetzliches angetan haben. Was soll das heißen? Was meinten die? Sie meint einen ganz bestimmten Tag bei Carla Aslach. Ein Tag, der gegen 18 Uhr begann und erst in der Früh endete. Na Moment mal, von welchem Brief reden Sie denn jetzt? Es gibt noch einen dritten Brief. Du treibst rein! Du Miesek! Deck! Das hat doch keinen Sinn! Entschuldigung. Was für ein dritter Brief ist das? Ich habe ihn jetzt nicht bei mir, aber ich kann natürlich sagen, was drinsteht. Es ging um einen ganz bestimmten Tag, vor ungefähr 14 Tagen. Aber Sie waren doch dabei, Sie werden sich doch jetzt erinnern. Muss ich darauf antworten? Sie sollten es tun. Es ging alles von ihm aus, von Limbach. Ich sagte mir, ich lasse das Mädchen noch zufrieden. Die hat mit dir Schluss gemacht. Das muss man akzeptieren. Die kommt nie mehr zu dir zurück. Er sagte, aber sie soll an mich denken und zwar so, dass sie es niemals vergisst. Und dann? Limbach arrangierte über die Asler eine Party. Ein paar Typen. Leute, für die solche Partys nicht ungewöhnlich sind. Und du warst dabei? Ja, wenn ich je was bereut habe, dann das. Limbach hatte LSD besorgt. Er wollte, dass auch Irene LSD nehmen. Sie hatten sie mit Alkohol ganz schön präpariert. Und Limbach war dabei? Ja. Und plötzlich wusste ich nicht mehr, wo oben und unten war. Ich habe sowas noch nie erlebt. Sie hatte einfach zu viel erwischt. Sie war innerlich explodiert. Und dann? Wollen Sie mir das nicht ersparen? Sie fand nicht mehr zurück. Dann, wenn die Chemie ist, ein gesunder Mensch zu verwandeln in nur noch ein Stück Fleisch, wo an dem die Nerven zucken. Ich glaube Ihnen nicht.
Ich glaube nicht, dass das alles war. Also, wie ist die Geschichte weitergegangen? Tun Sie mir Gefallen, machen Sie den Mund auf. Am Tage, bevor Irene ermordet wurde, rief mich jemand an. Ein Rechtsanwalt. Dr. Richter. Vornamen weiß ich nicht. Er sagte, er werde Anzeige gegen mich und gegen Limbach erstatten. Waren Sie also gar nicht im Gebirge? Sie waren hier die ganze Zeit, ne? Ja. Eine Anzeige, sagen Sie? Im Namen und im Auftrag von Irene Maurer. Ich habe sofort bei Limbach angerufen. Der hat gesagt, keine Sorge, ich bringe das schon in Ordnung. Das waren seine Worte? Ich bringe das schon in Ordnung? Ja. Also nun, Moment mal. Dieser Rechtsanwalt, der Anruf kam vor 3 Tagen, nicht wahr? Hat der sich inzwischen gemeldet? Nein. Ist gut, Sie können gehen. Aber Sie müssen sich weiter zur Verfügung halten. Ist was? Was? Dieser Anwalt, dieser Rechtsanwalt, ich... Was soll mit dem sein? Ich meine, der müsste doch erfahren haben... Ja, natürlich, der müsste doch erfahren haben, dass seine Klientin ermordet worden ist. Und er müsste ja auch einen möglichen Zusammenhang vermuten mit dem Fall, den er da... Dem da von Irene Maurer übertragen wurde. Sicher hast du recht. Rechtsanwalt Richter. Na gut. Stellen wir mal fest, wo der seine Kanzlei hat, der Mann ist ja nicht unwichtig. Und ich fahre jetzt zu Bondeck. Kommen Sie noch rein! Stellen Sie den Whisky auf den Tisch. Er ist nicht der Kellner. Derek, weswegen kommen Sie? Ich möchte, dass Sie mir den Brief geben. Den 3. Brief Irenes. Warum wollen Sie den haben? Das ist ein Beweismittel. Ich brauche alle Briefe von ihr. Hören Sie, ich will mich doch von diesem Brief nicht trennen. Das müssen Sie auch gar nicht. Wir werden Kopien anfertigen. Die Originale bleiben in Ihrem Besitz. Ach, Sie brauchen doch die Briefe gar nicht. Wenigstens den 3. Tut mir leid, ich gebe diese Briefe nicht her. Das müssen Sie doch verstehen. Dann zeigen Sie mir diesen 3. Brief. Ich gebe den Brief nicht aus der Hand, was nicht notwendig ist. Mein Fall ist, was da drin steht, gibt's doch Zeugen. Bekomme ich nicht? Nicht einmal zu sehen? Ja, gut. Ziehen Sie sich an, wir fahren ins Präsidium. Und, was denkst du? Ich denke, dass es diesen Brief gar nicht gibt. Ja, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass er die Informationen, die dieser Brief enthalten soll, auf andere Weise bekommen hat. Ja, wie soll er sie denn bekommen? Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal, er hat 2 Briefe bekommen. Beide Briefe waren echt. Und die haben ihn so besorgt gemacht, dass er mit Irene Maurer telefoniert hat. Und die zweite? Er war hier. Hat gar nicht telefoniert, er ist gleich losgefahren nach dem 2. Brief. Und hat all das von ihr selber erfahren, was er angeblich aus dem 3. Brief erfahren haben? Ja, es gibt Gründe anzunehmen, dass er nicht geflogen, sondern dass er mit dem Wagen gekommen ist. Ich werde gleich sagen, warum. Sie waren hier zusammen. Sie waren vielleicht einen Tag lang zusammen, einen langen, schrecklichen Tag lang. Und dann hat er zu ihr gesagt, komm mit. Komm mit nach Antibes, komm mit aufs Schiff. Aber irgendetwas muss das unmöglich gemacht haben. Du meinst, Bondeck ist der Mörder. Und er hat alles getan, denjenigen ins Gefängnis zu bringen, den er für den eigentlichen, den er für den moralischen Mörder hält, Limbach. Ja, bleibt nur noch dieser Anwalt, Dr. Richter. Da brauchen wir gar nicht mehr nachzufragen, den gibt's nicht. Bondeck hat Schneider angerufen, hat sie für den Rechtsanwalt ausgegeben. Ich nehme an, um Limbach in Panik zu versetzen.
Die Hafenmeisterin am Tief. Haben Sie die Telefonnummer? Ja, sicher. Ist im Augenblick jemand an Bord Ihres Schiffes? Ein Bootsmann. Sie sagten, Sie hatten Chartergäste. Wollen Sie uns die Namen sagen? Oder noch besser, schreiben Sie die Namen auf hier. Auf diesen Block. Bitte setzen Sie sich. Das brauchen wir nicht. Kommen Sie. Gestehe ich mal. Wann erhielten Sie die beiden Briefe, die Sie mir gezeigt haben? Vor 5 Tagen. Ich kam gerade von einem längeren Segeltag nach Antibes zurück. Ich habe dann gleich mit Irene telefoniert. Ihr Zustand war entsetzlich. Es war nachmittags, ich habe keinen Flug mehr bekommen. Einer meiner Chartergäste hat mir dann seinen Wagen geliehen und am nächsten Morgen kam ich dann in München an. Sie hatte diesen LSD-Trip nicht überstanden. Sie wurde immer wieder überwältigt von Psychosen, Ängsten. Immer wieder. War sie bei einem Arzt? Ja, der wollte sie gleich einliefern in eine psychiatrische Klinik. Das konnte ich doch nicht zulassen. Klimbach hatte sie zerstört. Alles, was schön war an ihr. Sie wäre niemals fähig gewesen, in ein normales Leben zurückzukehren. Das können Sie nicht mit einer solchen Bestimmtheit behaupten. Oh doch. Sie haben sie ja nicht gesehen. Sie entschlossen sich für Irenes Tod und gleichzeitig wollten Sie Limbach für das, was er ihr und was er Ihnen angetan hat, bestrafen. Ja. Sie wollten ihn dahin bringen, wo er Ihrer Meinung nach hingehört. Lebenslänglich ins Gefängnis. Ich habe mich dazu entschlossen, nach vielen qualvollen Stunden, die ich niemandem wünsche. Ich sagte Irene, ruf ihn an. Sag ihm nicht, dass ich hier bin. Sag ihm, dass du ihn sprechen willst. Irene verabredete sich mit Limbach? Ja, im Hofgarten um 10 Uhr. Der Rechtsanwalt, Dr. Richter, das waren Sie. Ja, das war ich. Ich brauchte Schneider als Zeugen. Für das Tatmotiv von Limbach. War doch glänzend überlegt, oder? Ich sah ihn kommen. Durch den Hofgarten. Zur gleichen Zeit, als die Leute aus der Residenz kamen. Ich stand mit Irene im Pavillon, im Dunkeln. Er konnte uns nicht sehen. Ich hielt sie im Arm. Ich sah sie an, zum letzten Mal. Das Gesicht, das ich so liebte. Das ein Augenblick, den niemand begreifen wird. Es war Wahnsinn. Und dann haben Sie sich wieder in Ihren geliehenen Wagen gesetzt. Ja, dann bin ich gleich zurückgefahren nach Antibes, um dann gerade noch rechtzeitig vom Hafenmeister zu erfahren, dass Irenes Vater angerufen hatte. Dann rief ich hier an und bin dann mit dem Flugzeug gekommen. Warum? Warum haben Sie ihr das Messer in den Rücken gestoßen? Warum haben Sie sie von hinten erstochen? Warum? Ich umarmte sie. Ich küsste sie. Dann hat sie das Messer gesehen und schrie. Schrie. Ich tötete sie, während ich sie umarmte.
Also ab 22.30 Uhr. Ich kann mich darauf verlassen. Gut, danke. Zwanzig Plätze werden reichen. 20? Mehr haben wir nicht eingeladen. Es kommen aber immer mehr. Sie bauen dann an, sagen Sie. Das sei schnell gemacht. Brauchen wir Tischkarten? Nein, nein. Wollen Sie noch mal die Gästeliste sehen? Ist irgendetwas, Herr Osthoff? Wer spielt? Viel zu hart. Viel zu verkrampft. Zu viel Verstand. Wie war er, als er kam? Nervös? Nein, er benahm sich ganz normal. Hören Sie es denn nicht? Nein. Ist doch alles in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Kämpft. Sie. Ich wette, er hat einen Riesenerfolg. Ist seine Frau gekommen? Nein. Hast du sie angerufen? Sollte ich? Nein, ich mach das. Du geh bitte ins Restaurant, kümmere dich, dass nachher alles klappt. Ja, ist gut. Entschuldige, aber ich hab's nicht früher geschafft. Im 60er stand immer ein Spiel zu Ende und ich bin voll in den Stau reingekommen. Reg dich nicht auf. Aus unserem Konzertbesuch wird sowieso nichts. Wieso? Frau von Dumm hat sich's überlegt, sie geht doch allein. Ach Mensch, und was ist mit der zweiten Karte? Die verfällt. Ich zieh mich wieder um. Soll ich rangehen? Ja, bitte. Wenn es für Frau von Dumm ist, sie ist nicht zu sprechen. Dann mach ich. Frau von Dumm? Nein, ich bin die Nichte von der Haushälterin. Helga Kling. Nur zufällig hier. Es tut mir leid, Frau van Dumm ist momentan nicht zu sprechen. Für mich ist Frau van Dumm zu sprechen. Mein Name ist Osthoff. Ich bin der Agent von Herrn van Dumm. Ja, Herr Osthoff, ich werde versuchen, was ich machen lässt. Ich komme, obwohl er den Skandal verdient hätte. Hat er dir etwas gesagt? Natürlich hat er dir nichts gesagt, dieser Feigling. Wir hatten Mittag einen entsetzlichen Streit. Darum ist er heute nicht so gut. Luisa, war das nicht zu vermeiden? Nein. Es läuft alles auf eine Katastrophe hinaus, Kerl. Was ist da ans Telefon gegangen? Herr Osthoff. Ach so. Sie scheinen böse auf Ihren Mann zu sein. Das ist keine sehr glückliche Ehe. Es tut mir leid. Eifersucht. Er ist jünger, sieht gut aus, hat Erfolg als Pianist. Bei den Frauen? Ich komme. Aber nur, um ihm zu beweisen, dass er mit mir nicht machen kann, was er will. Ich bin seine Frau. Und ich lasse mich nicht einfach beiseite schieben. Nicht nach all den Jahren. Nicht auf diese Weise. Was ist denn wieder passiert? Carol, du weißt es doch. Ich habe mich eingeordnet, untergeordnet. In all den Jahren. Für ihn, für seine Karriere. Außerdem weißt du, dass er mich betrügt. Und jetzt will er sich noch scheiden lassen. Aber du kannst ihm ausrichten, ich werde niemals einwilligen. Er wird mich so behalten müssen, wie ich durch ihn geworden bin. Ein ganzes Leben lang. Spielt schlecht. Gott sei Dank spielt er schlecht.
gibt's also doch nicht. Frau Kling, holen Sie mir bitte meinen Pelz, ich habe ihn schon rausgelegt. Ja. Was ist denn? Was schauen Sie mich so an? Sehe ich nicht gut aus? Sie sehen sehr gut aus. Verfassung. Ich war schlecht. Ich weiß. Du hast es bemerkt? Ich hab's gehört. Aber sicher nicht die anderen. Karl, ich halte das nicht länger aus mit Luisa. Es wird eine Katastrophe geben. So ähnliche Worte hat sie auch gebraucht. Komm, zieh dich um und mach ein Gesicht, als wärst du großartig gewesen. Kann man die Menschen so betrügen? Die meisten. Wir wollen Sieger sehen. Ein Sieger ist, wer sich wie ein Sieger benimmt. Und Luise vor über einer Stunde einen Wagen geschickt. Versteh nicht, wo sie bleibt. Robert, du warst großartig. Das wird ein Riesenerfolg. Alle sagen das. Ja, ja, ist schon gut. Ich danke dir. Du kannst aber nicht hierbleiben, Isabel. Sie kommt auch. Walter, du warst auch im Konzert? Ich bin nicht der Typ für Konzerte, das weißt du aber, wenn man eine Ehrenkarte bekommt. Lass es mal über dich ergehen lassen. Entschuldigung, Walter Schumann, Isabel Wilhelm. Schumann ist Luisas Neffe. Ich habe festgestellt, dass du schwer arbeiten musst. Ich dachte immer, Klavierspielen ist ein Vergnügen. Aber du hast am Schluss wie aus dem Wasser gezogen. Herr Schumann, begrüße Sie. Hat's gefallen? Zum ersten Mal in meinem Leben in einem Konzert. Aber das darf man hier nicht laut sagen. Aber ja. Du solltest jetzt lieber gehen. Tu mir den Gefallen, ich bitte dich. Luisa muss jeden Augenblick hier sein. Es gibt einen Skandal. Ich liebe dich. Entschuldigen Sie, suchen Sie jemanden? Ja, Herrn van Doom suche ich. Verstehe nicht. Jetzt hier? Ja, ich komme von der Kriminalpolizei. Furchtbar. Willst du was trinken? Ich habe schon zwei Whisky getrunken und keine kleinen. Also bitte sag, was willst du? Nein, danke, ich möchte nichts. Du wirst aber noch einen brauchen. Hast du überhaupt schon richtig darüber nachgedacht? Meine Haushälterin wird in meinem Schlafzimmer erschossen. Was willst du damit sagen? Das würde mich auch interessieren.
Was ich damit sagen will? Dass Frau Kling aus einem Versehen erschossen wurde und dass ich es war, die eigentlich gemeint war. Und dass ich es nur einem Zufall verdanke, dass ich jetzt nicht da drüben tot auf dem Boden liege. Luisa. Muss ich nicht auf diesen Gedanken kommen? Sag mir. Muss ich nicht auf diesen Gedanken kommen? Entschuldigen Sie, bin ziemlich fertig. Ja, das verstehe ich sehr gut. Nacht. Hier in diesem Haus. Frau Kling, warum nur? Tja, das ist die Frage. Ein Einbrecher kann es nicht gewesen sein. Der Täter hat durch die geschlossene Scheibe geschossen. Wenn in Mordabsicht, was ja wohl anzunehmen ist, dann bleibt die Frage, warum sollte jemand ihre Haushälterin töten? Ja, das weiß ich nicht. Wie lange ist sie schon bei Ihnen? 2 Jahre. 2,5, solange wir in München sind. Wie kam sie ins Haus? Durch Freunde. Sie hatte hervorragende Referenzen. Könnte Frau Kling Feinde haben? Tja, halte ich für ausgeschlossen, dass jemand dieser Frau nach dem Leben trachten könnte. Auf eine so hinterhältige Art? Ich muss was trinken. Sie entschuldigen. Ich verliere sehr stark an Gewicht bei jedem Konzert und muss danach trinken. Tja, es muss sehr anstrengend sein. Ich habe mal gelesen, Dirigenten verlieren bei jedem Konzert bis zu 2 Kilo. Wollen Sie auch? Nein, danke. Ich habe vorher schon mit Ihrer Frau gesprochen. Sie ist der Meinung, dass der Anschlag ihr galt und dass Sie dafür verantwortlich sind. Ich? Sie sagte, das Ganze ist das Werk meines Mannes. Er will mich beseitigen. Ihre Frau hat mir das genau erklärt. Sie hätten seit etwa einem Jahr Schwierigkeiten in der Ehe. Sie würden sie betrügen. Sie hätten die Absicht, sich von ihr zu trennen. Stimmt das? Ja. Ja, das ist richtig. Aber sie ist dagegen. Sie ist dagegen. Sie ist entschieden dagegen. Sie hat jede loyale, vernünftige Lösung rundheraus abgeschlagen. Ja, wäre das nicht dein Motiv? Ach so. Sie will sagen, ich hätte versucht, sie umzubringen. Ja, das glaubt sie. Glaubt sie? Nein, nein, sie ist überzeugt davon. Herr Kommissar. Ich habe Klavier gespielt, als hier ein Schuss gefallen ist. Ich habe mit meinen beiden Händen die Tasten bewegt. Herr van Doom, es geht nicht um Ihr Alibi für die Mordzeit. Luisa! Glaubst du, dass ich einen Anschlag, einen Mordanschlag auf dich versucht habe? Ja, das glaube ich. Ich bin sogar fest davon überzeugt. Ich habe das dem Kommissar auch gesagt. Du weißt nicht, was du redest. Doch, ich weiß es. Ich weiß es sogar ganz genau. Es geht um Folgendes, Herr van Doom. Sie haben heute Vormittag von Ihrem Agenten eine 2. Karte für das Konzert mit nach Hause gebracht. Und zwar für Frau Kling, nicht? Ja, das ist richtig. Vor Beginn Ihres Konzertes hätten Sie mit Ihrer Frau einen Streit provoziert. Ich? Ja, einen Streit. Und zwar mit der Absicht, Ihre Frau so aufzuregen, dass sie daraufhin das Konzert nicht besucht, dass also Frau Kling allein gehen würde. Um Gottes Willen, was unterstellt man mir denn da? Aber das ist doch ganz einfach. Man unterstellt Ihnen, dass Sie es darauf angelegt haben, dass Ihre Frau allein im Haus bleibt. Was dir beinahe auch gelungen wäre. Beinahe hätte das alles ja auch geklappt. Aber Frau Kling wollte nicht allein ins Konzert gehen. Deshalb hat sie ihre Nichte eingeladen. Die hat sich aber verspätet und deshalb habe ich mich dann doch entschlossen, ins Konzert zu gehen. Das alles hat der Mörder, dein Mörder, aber nicht gewusst. Sag mal, bist du wahnsinnig? Luisa, komm doch zu dir. Das sind doch Fantasien. Das kann sich nur ein krankes Gehirn ausdenken. Ja, hören Sie nicht, was Sie mir unterstellt. Wir sind fertig. Willst du noch irgendwas? Nein, danke. Okay, dann versiegeln wir. Brauchen Sie was aus dem Schlafzimmer, Frau van Doom? Natürlich, ich habe doch meine ganzen Sachen da. Ich muss mich doch umziehen. Ja, dann bitte. Kommen Sie.
Nein, ich gehe da nicht mehr hinein. Ich werde Frau Kling bitten. Wollen Sie mich bitte entschuldigen? Glauben Sie das alles? Da ist eine Tote. Und alle äußeren Umstände schließen einen bestellten Mord nicht aus. Sie weisen geradezu darauf hin. Einen bestellten Mord? Ja, bestellten Mord. Ich schlafe heute Nacht im Gästezimmer. Ich bitte Sie, holen Sie mir irgendetwas zum Anziehen. Ich kann doch nicht die ganze Nacht hier in diesem Aufzug herumlaufen. Entschuldigen Sie bitte. Ich denke nur an mich. Das alles muss auch sehr schwer für Sie sein. Walter. Ich muss Walter anrufen. Wo gehen Sie denn hin? Ich soll doch Ihre Kleider holen. Wohnen Sie allein? Ja, ich wohne allein. Können Sie mir dann bitte heute Nacht Gesellschaft leisten? Ich kann nicht allein bleiben. Das werden Sie doch verstehen. Ja? Was, du bist es? Luisa. Frau Kling. Ich komme im Moment von dem Empfang. Ich wollte dich gerade anrufen. Ja. Beruhig dich. Ist doch alles gut gegangen. Ja, ich mag meine Frau nicht. Nicht mehr. Will ihr nicht vor Ihnen meine Ehegeschichte ausbreiten. Ich sehe keinen Grund dafür. Aber diese Verbindung hat längst ihren Sinn verloren. Sie ist keine Ehe mehr. Nicht in dem Sinn, wie dieses Wort verstanden werden sollte. Es war nur noch eine Quälerei. Bis von morgens bis abends. Haben Sie eine Beziehung zu einer anderen Frau? Ja. Bitte sagen Sie mir den Namen. Muss ich das tun? Gibt es Gründe, es nicht zu tun? Ja, die gibt es. Gründe des guten Geschmacks, der Diskretion, Fürsorge. Geben Sie mir bitte die Adresse. Sie wollen sie da hineinziehen? Sie glauben doch nicht, dass sie irgendetwas damit zu tun hat. Wo ist Frau van Doorn? Im Gästezimmer, sie telefoniert. Jetzt? Bitte, Herr Ostroff. Ja, hast du gehört, was mir da unterstellt wird? Ja, ich hab's gehört. Du wirst ihnen sagen, was du davon hältst. Das ist doch lachhaft, absolut lachhaft. Ich glaube nicht, dass es zum Lachen ist. Absurd. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Kling. Helga Kling. Ah ja, die Nichte von Frau Kling. Wollte mit ihrer Tante in ein Konzert. Aber leider kam ich viel zu spät. Ja, Sie waren also dabei, als es passiert? Ich war hier in der Halle mit Ihrer Frau. Sie bat meine Tante, ihren Mantel aus dem Schlafzimmer zu holen. Mantel? Ja, sie hatte den Mantel im Schlafzimmer bereitgelegt. Warum hat sie den nicht selber geholt? Ja, ich kenne die junge Dame. Es ist nicht schwer, sich in sie zu verlieben. Sie ist sehr hübsch. Sie hat das Gewisse, dem so schwer ist, zu widerstehen. Es ist das Weibliche, als Abenteuer, nicht als Pflicht, nicht als Bürde. Wie bei Frau van Doorn. Wissen Sie, er hat sie geheiratet, also nichts war als eine Hoffnung. Sie war vermögend, half ihm über die Zeit hinweg, die ein Künstler braucht, um das zu werden, was er dann schließlich ist. Die Ehe beruhte von vornherein auf falschen Voraussetzungen. Würden Sie das sagen? Was sind falsche Voraussetzungen für eine Ehe? Und was sind richtige? Das weiß niemand. Hier in diesem Fall hat ein junger Mann Gebrauch gemacht von einer Möglichkeit, die sich ihm bot, sich ohne Sorgen ausbilden zu können. Falsch von ihm, dieses Angebot angenommen zu haben. Falsch von ihr,
Dankbarkeit wie Zinsen anzusehen, auf die sie dank ihres Kapitals ein Recht hat. Man kann keinen Vogel halten, dem die Flügel gewachsen sind. Wie lange sind Sie sein Agent? Seit 8 Jahren. Trauen Sie es ihm zu, sich seiner Frau durch einen bestellten Mord entledigen zu wollen? Das sind Gedankenspielereien. Ich meine, dass man nach 8 Jahren den Charakter eines Menschen kennen sollte. Vom Charakter eines Menschen kennt man immer nur die Oberfläche. Ich hab's gerade erfahren. Luisa hat mich angerufen, Hallo. Mir die ganze Geschichte erzählt. Sie sind natürlich sofort hergekommen. Komm. Ich finde es unglaublich, dass hinter meinem Rücken Lügen verbreitet werden. Ich dulde nicht, dass man mich einen Mörder nennt. Genau das tue ich aber. Du Bestien, du! Erfahren! Doof! Sehen Sie, wozu er fähig ist? Das ist mein Leben mit diesem Menschen. Es tut mir leid. Er hat ein gutes Beispiel gegeben, wozu du fähig bist. Wer sind Sie bitte? Mein Name ist Schumann. Frau Van Dom ist meine Tante. Sie hat mich angerufen, bin eben gekommen. Danke. Entschuldigen Sie bitte mein Benehmen. Ist irgendetwas entschieden, beschlossen? Nein. Die Ermittlungen gehen weiter. Versuchen Sie, ein wenig zu beruhigen, ja? Ja, was? Was passiert denn jetzt? Soll ich ausziehen? Willst du, dass ich in ein Hotel gehe? Nein, du bleibst hier. Ich denke, du fühlst dich bedroht. Du bleibst hier. Ich erlaube dir nicht, dich jetzt einfach aus meinem Leben zu schleichen. Wie du willst. Wie du willst. Nun gut. Haben Sie irgendwelche Auflagen? Was darf ich mich sehen? Ein Beschuldigter? Angeklagter? Nein. Als eines Mordes verdächtig? Nein, Herr Van Dom. Ich habe Ihnen gesagt, die Ermittlungen gehen weiter. Wir suchen den Mörder von Frau Kling. Nichts weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Nach. Fräulein Kling soll bitte zu mir kommen. Wieder schon. Fräulein Kling, Sie sollen zu Frau Van Dom kommen. Was wollten Sie von dir, Carol? Was hat er dich gefragt? Wie siehst du die Sache? Robert, du hast ein Wort gebraucht. Katastrophe. Ihr beide habt das Wort gebraucht, auch Luisa. Einer von euch beiden sagte, es läuft alles auf eine Katastrophe hinaus. Die Katastrophe ist da. Nichts von dem, was hier an Verdächtigungen ausgesprochen wurde, darf an die Öffentlichkeit. Sonst ist deine Karriere zu Ende. Ich verstehe, Aber Carol, du selbst... Was sagst du? Du selbst. Carol. Du hast in meinem Büro gesagt, erinnerst du dich, was du sagtest? Was sagtest du, Robert? Ich sagte, ich könnte sie töten. Nein. Du sagtest... Wenn ich nur jemanden fände, der mir diese Frau vom Hals schaffte. Ich hab's für mich behalten. Gute Nacht, Robert. Gute Nacht. Bringst du mich raus? Ich hoffe, du kennst das für dich. Komm, lass mich mal was sagen. Ich weiß, dass bei euch beiden nicht alles zum Besten steht. Ich weiß das seit langem. Luisa hat mich schließlich immer am Laufen gehalten, aber
Robert, was da heute passiert ist. Damit habe ich doch nichts zu tun. Sag mal, hast du ihr irgendwann mal gesagt, dass du sie umbringen wirst? Du, das weiß ich nicht. Das Wort fällt doch mal in jeder unglücklichen Ehe. Sag mal, hast du eine Geliebte? Wenn Luisa dich so auf dem Laufenden hält, dann wirst du das ja wohl auch wissen. Naja. Schön ist die ganze Sache nicht. Gute Nacht. Fräulein Kling bleibt heute Nacht hier. Luisa! Bitte rühr mich nicht an. So, das Ganze auf Bestellung. Naja, sieht so aus. Kein Einbruch, Harry. Ein eiskalt geplanter Anschlag. Wer schießt schon durch ein Fenster? Aber die Verwechslung. Gardinen. Ja, versucht von außen rein zu sehen. Man kann zwar erkennen, dass jemand im Zimmer ist. Auch, dass es eine Frau ist, aber mehr nicht. Wenn der Täter dann noch annimmt, dass nur eine Person im Haus ist, nämlich Frau von Dohm, dann ist eigentlich nur schwer, was dagegen zu sagen, dass es bestellter Mord war. Sie haben uns erwartet? Ja, Herr von Dohm hat mich angerufen, gestern Nacht noch. Er sagte, da wird sicher Polizei bei dir vorbeikommen. Was für eine schreckliche Geschichte. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie entsetzt ich bin. Worüber denn? Über die Verdächtigung. Darüber, dass Luisa, dass seine Frau diesen unglaublichen Verdacht geäußert hat. Herr von Dohm will sich ihretwegen scheiden lassen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Aber Frau von Dohm hat es immer abgelehnt. Sie ist nicht zur Vernunft zu bringen. Wie meinen Sie das? Sie hätte einsehen sollen, dass diese Verbindung zu Ende ist. Sie hätte die Konsequenzen ziehen sollen. Kennen Sie sie? Aber ja, wir sind uns öfter begegnet. Früher wurde ich auch eingeladen. Später dann nicht mehr. Dass Frau von Dohm alles erfahren hat? Ja, natürlich. Wie hat sie es denn erfahren? Robert hat es ihr gesagt. In aller Ruhe hat er erklärt, dass er sich scheiden lassen möchte. Aber sie wollte es nicht. Sie hat ihm die größten Szenen gemacht. Wollen Sie länger mit mir sprechen, dann ziehe ich mich schnell um. Wir lieben uns, Robert und ich. Luisa will das nicht einsehen. Was soll man da machen? Liebe ist etwas, was man nicht rechtfertigen muss. Und Lisa bestand ununterbrochen auf Rechtfertigung. Es genügt ihr einfach nicht, dass er sagte, es ist Schluss, vorbei. Sie nahm es nicht zur Kenntnis, sie akzeptierte es nicht, sie überging es einfach. Und sie gab ihn nicht frei. Naja, also eines verstehe ich nicht. Wenn heutzutage sich zwei Menschen trennen wollen, dann ist es doch eigentlich gar kein großes Problem mehr. Abgesehen von der finanziellen Seite, aber die spielt wohl hier keine Rolle. Das ist Theorie, da haben Sie recht. Es ist alles nur in der Theorie. Aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Wie sieht's in der Praxis aus? Sie hat ihn gequält, indem sie an seine Dankbarkeit appellierte. Ihn ständig daran erinnerte, was sie alles für ihn getan hat. Das ist ganz schön mies. Aber ungeheuer wirkungsvoll. Jemand immer wieder daran zu erinnern, dass er dankbar sein muss. Und genau das hat sie getan. Ihn ununterbrochen daran erinnert, dass er alles nur ihr zu verdanken habe. Und damit hielt sie ihn. War der Grund, ihr dankbar zu sein? Ja, natürlich hatte er Grund. Sie hat ihm das Studium finanziert in Rom und Paris. Aber das ist kein Kunststück. Sie hat ja Geld. Ich meine, es war kein Opfer für sie. Wenn Sie mich fragen, sie hat ihn regelrecht gekauft. Und das kann man nicht. Man kann keine Menschen kaufen und keine Gefühle. Das schlägt ins Gegenteil um. Was ist das Gegenteil? Sie ist nicht da?
Ja, aber seid doch jetzt Probe. Ach so, zwei Herren sind mit dir weggegangen. Ja, ist gut, danke. Sie müssen was essen. Sie haben morgen alles stehen lassen. Danke, ich habe keinen Hunger. Sie haben heute Nacht nicht geschlafen, nicht wahr? Ja, ich habe die ganze Zeit über nachgedacht. Und wenn ich geschlafen habe, habe ich geträumt. Schreckensträume. Bleiben Sie hier? Hier im Haus? Ihre Frau hat mich darum gebeten. Was macht sie? Sie ist gerade in die Garage. Sie fährt weg. Ja. Hat sie gesagt, wohin sie will? Nein. Ich müsste selber weg. Haben Sie einen Wagen? Ja, er steht vor der Tür. Soll ich Sie irgendwo hinbringen? Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Aber wofür denn? Sie sind der einzige Mensch, der mir nicht misstraut. Warum eigentlich? Ich habe keine richtige Erklärung dafür. Ich glaube einfach nicht, dass Sie fähig sein können. Sagen Sie das nicht so leicht. Eine unglückliche Ehe ist die Hölle. Sie ist in der Lage, Menschen völlig zu verwandeln. Auch mich hat sie beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht. Aber nur beinahe. Und beinahe ist erlaubt. Die Polizei war bei mir. Ja, das habe ich erwartet. Aber Sie haben nichts rausbekommen. Ich habe Ihnen nichts gesagt, was Ihnen helfen könnte. Du kannst unbesorgt sein. Ich verstehe dich nicht. Was meinst du? Ich habe Ihnen nichts gesagt, was Sie gegen dich verwenden können. Ja, was glaubst du? Ich hätte daran gedacht, Luisa umbringen zu lassen. Du musst nichts sagen. Ich verlange doch gar nicht, dass du mir was sagst. Ich will es gar nicht wissen. Isabel. Aber ich weiß doch, wie schrecklich du die ganze Zeit gelitten hast. Ich weiß ja, wie sehr sie dich gequält hat. Du, hör auf! Ich finde das unglaublich. Robert! Robert! Fahren Sie. Bitte fahren Sie. Das lag heute Morgen im Briefkasten. Hier. Ich hab's geöffnet. Gott sei Dank habe ich's geöffnet. Robert Vendôme. Nichts. Keine Adresse. Tut mir leid. Diese drei Worte, anonym. Tut mir leid. Was kann ihm denn leid tun? Dass ich noch lebe. Was bedeutet denn das? Warum stehen die Koffer hier? Komm mal rein. Kommen Sie mit, Helga. Luisa, hat sie sich das ausgedacht? Ja, Robert. Ich habe gesagt, mach's nicht so dramatisch. Du musst ihm nicht die Koffer vor die Tür setzen. Das ist ja geradezu lächerlich. Man kann das ja auch anders regeln. Ich habe nichts dagegen. Ich will ja gehen. Ich hab's ja gestern angeboten. Vielleicht erinnerst du dich. Du erinnerst dich vielleicht auch daran, was sie geantwortet hat. Sie sagte, du bleibst hier. Ja, ja. Also gut, ich gehe. Aber diese Szene war nicht nötig. Robert, da ist noch etwas passiert. Heute Morgen ist ein anonymer Brief gekommen an dich. An mich? Wo ist der? Luisa hat ihn gleich zur Polizei gebracht. Der Inhalt ist mysteriös, nur drei Worte. Tut mir leid. Was bedeutet das denn?
Luisa sagt, die Polizei nimmt an, dass der Mörder sich bei dir entschuldigt. Für sein Versehen. Wir sind denn alle von Gott verlassen? Der Mörder entschuldigt sich bei mir für sein Versehen? Kannst du dir die Worte anders erklären? Und dieser Brief ist mit der Post gekommen. Heute Morgen. Nein, nein, der Brief ist hier eingeworfen worden, heute Morgen. Ach ja, Luisa sagt, du sollst deine Adresse hier hinterlassen, für die Polizei. Meine Adresse? Was weiß denn ich? Geben Sie meine Adresse an. So, wir haben die Schreibmaschine. Eine Nova 2000. Fingerabdrücke? Keine auswertbaren, zu grobes Papier. Eine dubiose Geschichte. Würde ein Mörder, bestellter Mörder, sich für ein Versehen entschuldigen, schriftlich? Ist mal was Neues. Also was steckt dahinter? Eine ganz klare Belastung Phantoms, ein direkter, konkreter Hinweis auf ihn als Auftraggeber. Ja, wenn es so gedacht war, dann musste der Absender annehmen, dass Frau Phantom diesen Brief öffnen würde, nicht? Wer sie gut kennt, könnte es voraussetzen. Sie können hier schlafen, wenn sie nichts ausmacht, auf einer Couch zu schlafen. Wissen Sie, ich habe so ein schlechtes Gewissen, Sie zu belasten. Für mich ist es wirklich keine Mühe. Na ja, Sie sind ja Musikstudentin. Klavier? Ja, ich spiele Klavier. Klavier und ein bisschen Geige. Ist Ihnen nicht gut? Nein, mir ist nicht gut. Ich fühle mich ganz entsetzlich. Soll ich Ihnen einen Kaffee machen? Für einen Kaffee wäre ich Ihnen dankbar. Gut, mache ich. Musste eines Tages so enden. Die Temperamente waren zu verschieden. Luise war mütterlich, aber zugleich auch autoritär. Ein kühler Verstand, auf den sie hörte. Der ihr sagte, du tust was für den Menschen und bezahlst ihm seine Ausbildung, verschaffst ihm eine Karriere, eine Zukunft. Und das gibt ihr Rechte. Rechte, die sie wahrgenommen hat. Und die sie sich nicht schmälern lassen wollte. Er hat sich gewehrt, nahm damit seine Rechte wahr. Seine ganz selbstverständlichen Rechte. Ja, es geht uns um den Streit, den Van Doom mit seiner Frau hatte. Und zwar an dem Tag, an dem das Konzert war. Und die Tage davor. Können Sie uns darüber was sagen? Personen, mit denen er Kontakt hatte, verabredet war? Ja, wissen Sie etwas von ungewöhnlichen Verabredungen? Hat es hier vielleicht Besucher gegeben, die nicht so ohne weiteres einzuordnen sind? Oder Telefonanrufe, die im Zusammenhang damit von Bedeutung sein könnten? Na, davon weiß ich nichts. Da muss ich meine Sekretärin fragen. Frau Seibold, bitte kommen Sie mal rein. Auch Sie, Herr Baum. Wissen Sie etwas von ungewöhnlichen Telefongesprächen, die Herr Van Doom in letzter Zeit von hier geführt hat? Nein, dazu kann ich nichts sagen. Ich meine, außer dass seine Frau hier ständig angerufen hat, um ihn zu kontrollieren. Sie wussten um die Spannungen in der Ehe? Es konnte wohl niemandem verborgen bleiben, nicht wahr, Frau Seibold? Vielleicht kann ich was dazu sagen. Ich hab vor einigen Tagen was gehört, was mir jetzt zu denken gibt. Was haben Sie gehört? Herr Van Doom war hier bei Ihnen im Zimmer. Ich meine, ich habe nicht gelauscht, die Tür war nicht ganz zu. Und außerdem hat Herr Van Doom sehr laut gesprochen. Was haben Sie gehört? Ich habe gehört, wie Herr Van Doom gesagt hat, ich wünschte, ich fände jemanden, der mir diese Frau vom Hals schafft.
Ja, das haben Sie doch auch gehört. Wir haben uns doch daraufhin noch angesehen. Und Sie haben das nicht gehört? Doch, ich hab's gehört. Ich bin sein Agent, verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Außerdem sein Freund. Ich weiß, was so eine Aussage bedeutet. Wann fiel diese Äußerung? Genau. Das war vor dem Konzert. Einen Tag vor dem Konzert. Ja, einen Tag davor. Vormittags, nachmittags? Vormittags, so gegen 11. Ja, das stimmt. In welchem Zusammenhang fiel diese Bemerkung? Wir sprachen darüber, dass Luise sich nicht scheiden lassen will. Sie hatte gesagt, ich habe dir deine Karriere aufgebaut, ich werde sie dir wieder vernichten. Sie sagte vernichten. Und wer Luisa kennt, weiß, dass sie dazu imstande ist. Van Dom war außer sich, er explodierte förmlich und sagte diese Worte in äußerster Erregung. Einen Tag vor dem Konzert. Was passierte nach diesem Vorfall? War da irgendetwas anderes? Ich meine, sein Benehmen, sein Verhalten, das, was er tat? Ich kann die Frage nicht beantworten. Wen traf er? Wo hielt er sich auf? Könnte man feststellen, wie er die beiden Tage verbracht hat? Ich bin nicht sein Kindermädchen. Ich ging weg. Er hatte Probe. Ich weiß nicht, wo er sonst noch war, außer im Konzert. Wo pflegt er zu essen? Bevorzugt er bestimmte Lokale? Hat er ein Stammlokal? Wollen Sie da überall nachforschen? Dann sind Sie es, der seine Karriere vernichtet. Kommen Sie. Ich schreibe Ihnen die Lokale auf, die ich weiß. Das sind die Lokale, die mir einfallen. Sehr nett. Vielen Dank. Bitte. Wiedersehen. 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 Ich musste es doch sagen. Kommen Sie mal rein. Ja, der Satz ist gefallen. Ich habe ihn gesagt. In Zorn, in Aufregung. Laut gesagt. Das allein beweist doch schon, dass ich nichts derartiges vorhatte. Wer würde das tun, so etwas aussprechen? In dieser Form aussprechen? Wir werden das berücksichtigen. Bitte schreiben Sie einmal auf, wo Sie von diesem Moment an, als der Satz fiel, bis zu Ihrem Konzert gewesen sind. Wo ich gewesen bin? Ja. Es geschieht ja alles nur zu Ihrer Entlastung. Ja. Und da ich denn bei Ostroff? Vormittags um 11 Uhr. Ab dann schreiben Sie auf, jede Bewegung, die Sie gemacht haben. Ich bin zum Essen gegangen, in ein Lokal in der Maximilianstraße. Schreiben Sie auf, wann Sie dort gewesen sind, wie lange, man kennt Sie dort. Und dann schreiben Sie auf, wer bezeugen kann, wann Sie wo gewesen sind. Ich sehe, ich bin Ihnen wirklich verdächtig. Nein, nein, beschönigen Sie es nicht, ich akzeptiere, dass es so ist. Ich war zum Essen bis circa 1, dann bin ich nach Hause bis 4. Hatte dann Probe, die bis circa 7 dauerte. Ungefähr um 8 war ich zu Hause. Brauchten Sie so lange bis nach Hause? Ich werde Ihren Zeitplan überprüfen. Vielleicht haben Sie irgendwas vergessen anzugeben. Da war etwas, wofür ich keine Erklärung habe. Ich wurde während der Probe angerufen, konnte nicht an den Apparat gehen, natürlich nicht. Der Hausmeister hat mir etwas ausgerichtet. Ich solle dringend ein bestimmtes Lokal in der Innenstadt aussuchen. Und welches? Es nennt sich Schiwak. Ich solle mich dort beim Wirt melden. Wer hat Sie angerufen? Ein Mann. Es handelt sich um eine wichtige Sache, die meine Frau betrifft. Sie sind hingefahren? Ja. Ich habe mich bei dem Wirt gemeldet. Er wusste von mir. Sieht so aus, als habe man eine Geschichte gebastelt. Und ihn da reingestellt.
kannst du nicht tun, Luisa. Du kannst doch keine Pressekonferenz geben. Doch, ich kann. Ich habe ihn aufgebaut. Ich kann ihn auch wieder vernichten. Dauernd rufen die Redaktionen bei mir an. Man weiß bereits, dass Robert ausgezogen ist. Dass du ihn vor die Tür gesetzt hast. Ja, das wissen die. Aber ich kann ihnen ja noch sehr viel mehr erzählen. Wie gefällt dir denn die Schlagzeile? Berühmter Pianist versuchte, seine Frau zu ermorden. Wirst du ihn unbedingt vernichten? Ja. Ja, das will ich. Wo wohnt Robert jetzt? Du brauchst es mir nicht zu sagen. Ich weiß es. Luisa! Luisa! Ja? Wo sind Sie jetzt? Ja gut, bleiben Sie da, wir kommen vorbei. Ja, sagen Sie bitte wo. Guten Abend, Herr Baum. Guten Abend. Geht ihr schnell rüber, ich komme gleich noch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Mhm. Vielleicht hat es gar nichts zu bedeuten und Sie werden mir Vorwürfe machen. Wir machen Ihnen keine Vorwürfe, wir tun unsere Arbeit. Also, erzählen Sie mal. Wir sprachen doch über die Bemerkung, die Van Doom machte. Mhm. Dass sich die Frau vom Hals zu schaffen, meinen Sie? Ja, das meine ich. Zwei Scotch, bitte. Der Satz hat mich erschüttert. Ein Mann wie Van Doom, ein so sensibler Künstler, und sagt so einen Satz. Ja, was wollen Sie damit sagen? Das hat mich beschäftigt. Ich dachte andauernd drüber nach. Wenig später kam Herr Schumann. Der Neffe von Papandom. Ich weiß. Er wollte eine Konzertkarte abholen. Ich konnte sie ihm nicht geben, da die Karten, auch die Ehrenkarten, bereits an der Abendkasse hinterlegt waren. Hier sind alle Ehrenkarten aufgeführt. Auch die, die für Herrn Schumann bestimmt war. Reihe 3, Platz 11. Das ist sie. Sie ist nicht abgeholt worden. Tja, das heißt, dass er das Konzert nicht besucht hat. Aber auf dem anschließenden Empfang war Herr Schumann und sagte mir, er hätte es besucht. Vielleicht war es ihm peinlich zuzugeben, dass er sich vor dem Konzert gedrückt hat. Wollte die Karte persönlich abholen. Reimt sich das zusammen? Haben Sie uns deswegen sprechen wollen? Nein, nicht nur deswegen. Ich sagte Ihnen doch schon, dass mir die Bemerkung, die Herr Van Doom machte, nicht aus dem Kopf ging. Ich habe mit Herrn Schumann darüber gesprochen. Er war ganz entsetzt. Er sagte, er wisse, dass es in der Ehe kriselt, aber dass es so schlimm sei. Wann haben Sie mit Schumann darüber gesprochen? Vormittags, als er sich seine Karte im Büro abholen wollte. Herr Schumann musste also annehmen, dass Van Doom gerne jemanden finden würde, der seine Frau beseitigt. Ist das richtig? Ja. Was sagt er dazu? Wenig. Er fände es unglaublich. Ich weiß, vielleicht hat es nichts zu bedeuten, aber ich dachte mir plötzlich, ob Herr Schumann nicht, weil er sich seine Karte nicht abgeholt hat, mir aber sagte, er sei im Konzert gewesen. Das ist doch wie ein Alibi, das ganz ist. Für was lebt denn eigentlich dieser Schumann? Das möchte ich auch gern wissen. Er hat einen Betrieb, Strickwaren oder irgendetwas. Aber er hat keine sehr glückliche Hand. Er hatte mehrere Firmen und ist auch schon zweimal in Konkurs gegangen. Aber Frau Van Doom hat ihm immer wieder geholfen. Er ist die einzige Verwandte. Ist sie so vermögend? Es reicht. Dann hätte Van Doom einiges zu erwarten. Da bin ich mir nicht so sicher. Soviel ich gehört habe, ist der Schumann der Haupterbe. Ist das Gesicht eines Mörders? Nein, nicht Mörder. Jemand, der einen Mord in Auftrag gibt. Es nicht selber tut, sondern jemanden bezahlt. Weil er selber keinen Mut hat. Es wird sich herausstellen, dass Sie unschuldig sind. Und wenn Sie sich nun irren, wenn ich es doch war? Einige Voraussetzungen bringe ich nämlich mit. Ich bin fähig zu hassen, kann sehr jähzornig sein. Ich habe meine Frau in Gedanken mehrfach umgebracht und auf verschiedenste Weise. Es ist die Fantasie, die man nicht unter Kontrolle hat. Niemand ist davon frei. Das habe ich Sie erschreckt.
ein bisschen. Erwarten Sie jemanden? Nein. Ja. Soll ich aufmachen? Ja, bitte. Walter! Du bist also tatsächlich hier. Ob das gut ist? Wieso? Wohnst hier bei einem jungen Mädchen? Was gibt es für ein Bild, wenn das herauskommt? Guten Abend, Frau Lenkling. Guten Abend. Du, was heißt Mädchen? Ich wohne bei einem Menschen, zu dem ich Vertrauen haben kann. Ja, es ist sehr nett, dass ich sich so um Herrn Van Doom kümmere. Was willst du? Hat dein Besuch irgendeinen besonderen Grund? Wenn du uns nur beleidigen willst, dann verschwinde. Ich muss mit dir etwas Wichtiges besprechen. Etwas in deinem Interesse. Siehst du nicht, in welcher Lage du dich befindest? Das weiß ich sehr genau. Ich glaube nicht, sonst wärst du nicht hier. Entschuldigen Sie, ist nicht so gemeint. Luisa will morgen eine Pressekonferenz geben. Sie hat ein paar Journalisten zu sich gebeten. Ja, wieso? Was will sie den Leuten denn sagen? Das, woran sie glaubt, wovon sie überzeugt ist. Dass du ihr einen Mörder geschickt hast. Ja, das kann sie doch nicht machen. Begreifst du jetzt, warum ich hier bin? Wenn sie das tut, bist du erledigt. Dann ist deine Karriere zu Ende. Das stimmt. Was soll ich tun? Tja, was du tun sollst. Sprich mit ihr. Red dich mit ihr aus. Fahr hin, jetzt, sofort. Bring sie zur Vernunft. Das kann ich nicht, das kann niemand. Verstehst du, das kannst nur du. Der Vorschlag ist gut. Fahren Sie hin. Ich habe keine Brille, ich kann das nicht sehen. Was steht denn da? Da steht, dass wir von der Kriminalpolizei sind. Und warum zeigen Sie mir das? Weil wir gerne hereinkommen möchten. Ich habe Ihnen gesagt, Herr Schumann ist nicht da. Aber wir haben hier eine Erlaubnis, die Wohnung durchsuchen zu dürfen. Ja, wozu denn das? Also dürfen wir jetzt bitte reinkommen? Ich lasse Sie nicht in die Wohnung. Ich werde die Polizei rufen. Liebe Frau, wir sind von der Polizei. Danke. Bitte. Zeigen Sie uns bitte sein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer? Wohnzimmer, bitte. Ah ja. So, bitte. Hat Herr Schumann eine Schreibmaschine? Was? Schreibmaschine? Natürlich hat er eine Schreibmaschine. Da, irgendwo. Nova 2000. Gib mir mal die Telefonnummer von dem Mädchen. Guten Abend, hier ist Derek. Kann ich bitte Herrn Van Doom sprechen? Nein, er ist nicht hier, er ist gerade weggegangen. Er wollte noch mal mit seiner Frau sprechen. Herr Schumann war hier. Was wollte er denn? Ja? Ja, ist der Schumann denn mit? Nein, er ist gleich wieder weg. Danke, vielen Dank. Komm, Harry. Schumann wollte von Anfang an Van Doom den Tod seiner Frau in die Schuhe schieben. Aber eine echte Chance, ihn zum Mörder zu machen, die sieht er jetzt. Luisa! Ich habe sie nicht erschossen. Ich habe es nicht getan. Frau Mulak? Frau Mulak! Ja? Wieso steht die Maschine hier? Na, die Maschine! Die Polizei war da.
Schumann, ich nehme Sie fest wegen Verdacht des Mordes an Frau Kling und Frau van Dom. Hast du Lust auf ein Bier? Ja, gern. Ich wollte nur noch in die Spätvorstellung. Du willst ins Kino? Was für ein Film? Ja, Science Fiction, so eine Weltraumgeschichte. Was passiert denn da? Dasselbe wie bei uns. Liebe, Tod und Fernsehen. Was gefällt dir da? Was so weit weg ist. Wer ist denn da? Mein Name ist Helga Södern, Dolomitenstraße 10. Können Sie mir helfen? Man will mich umbringen. Wer will Sie umbringen? Ich weiß es nicht, aber man hat mich verfolgt in einem Wagen. Sie sind draußen. Wer ist draußen? Ich sag Ihnen doch, ich weiß es nicht. Bitte kommen Sie. Oh mein Gott, Sie sind da. Sie sind heraufgekommen, Sie sind an der Tür. Machen Sie die Tür nicht auf, ich schicke Ihnen eine Funkstreife. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Hallo, nun melden Sie sich. Helga Södern, Dolomitenstraße. 10. Ja, soll man sowas ernst nehmen? Schauen wir mal nach. Das ist doch nicht jemand auf den Arm. Wer ist da, bitte? Kriminalpolizei. Tja, warum machen Sie nicht auf? Ich nehme an, Sie kommen wegen des Anrufs. So ist es. Ja, uns hat eine Frau angerufen. Es klang so, als ging es um Mord. Sie nannte Namen, Adresse Södern. Hier steht ja, ja, ich kann das alles erklären. Na ja, ist ja fein, aber ich denke, wir sollten reingehen. Oder haben Sie was dagegen? Nein, nein, kommen Sie nur rein. Wo ist die Frau, die mich angerufen hat? Da drin. Helga, bitte kommen Sie doch mit. Siehst du, das hast du jetzt davon. Jetzt ist die Polizei da. Ich habe ihr gleich gesagt, du kannst da nicht so einfach anrufen. Sie haben mich angerufen? Ja. Ich dachte schon, da kommt jetzt die Funkstreife mit Riesentrara und so. Sie sind Helga Södern? Ja. Darf ich mal Ihren Ausweis sehen? Warum wollen Sie jetzt Ihren Ausweis sehen? Sie hören ja, sie gibt ja zu, angerufen zu haben. Und sie will ja auch erklären, warum. Warum haben Sie mich angerufen? Darf ich? Nee, Sie nicht. Aber ich kann es viel besser erklären als Sie. Sie hat einfach zu viel Fantasie und zu viel Angst. Ja, und manchmal kommt das eben zusammen, die Fantasie und die Angst. Und das gibt dann eben die Einbildungen, die sie hat und gegen die sie sich einfach nicht wehren kann. Was für Einbildungen hatten Sie denn? Sie dachte, sie würde verfolgt. Sie hat ihm einen Wagen hinter sich gesehen und... Reden Sie eigentlich immer so viel? Ich dachte, da folgt mir ein Wagen. Nicht nur heute, sondern auch gestern schon. Es war immer derselbe Wagen und es saßen zwei Männer drin. Und immer wenn ich hielt, dann hielten die auch. Verrückt. Das ist doch ganz einfach verrückt. Und als ich heute Abend mit dem Wagen vor meinem Haus hielt, hielten die auch und stiegen aus. Und die zwei Männer stiegen aus und gingen mir nach. Ich rannte ins Haus. Und sie bildet sich ein, die beiden Männer seien ihr ins Haus nachgegangen. Weil ich die Haustür gehört habe. Während Sie mit mir telefonierten, hörte ich klingeln und das Öffnen der Tür. Ja, das war ich, als ich hereinkam. Ich sah Sie sofort dastehen, so ungeheuer aufgeregt und habe Sie auch sofort gefragt, was ist denn los? Ah ja? Ich habe aber mehrere Stimmen gehört. Ja, auf der Treppe gingen Hausbewohner vorbei, mit denen ich geredet habe, als ich reinkam. So, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, mal zu fragen, wer Sie sind.
Oh, Verzeihung, mein Name ist Hassler, Udo Hassler. Wohnen Sie auch hier? Nein, 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 ich wohne nicht hier. Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung? Na ja, wir sind befreundet. Sagen Sie mal, woher kennen Sie mich eigentlich? Woher haben Sie meine Telefonnummer? Normalerweise ruft man doch 110 an, wenn man dringend Hilfe will. Von einem Bekannten. Das Ganze war also Einbildung. Sie sind nicht verfolgt worden. Heute nicht, gestern nicht. Und Ihre Angst? Sie hatten Todesangst. Die ist unnötig? Ja, und ich habe ihr gesagt, sie muss sich entschuldigen. Und es tut ihr auch wirklich wahnsinnig leid. Das will ich nicht von Ihnen hören. Es tut Ihnen leid? Ja. Brauchen Sie unsere Hilfe noch? Nein. Gut, dann gehen wir, Harry. Gute Nacht. Ich bring Sie raus. Und nochmals vielen Dank, dass Sie so schnell gekommen sind. Keine Ursache. Was sind Sie eigentlich vom Beruf, Herr Hassler? Student, Architektur. Viel Fantasie. Fantasie? Ja, die habe ich. Das ist meine Stärke. Ja. Gute Nacht, Herr Hassler. Ja, ja. Wieso musste der denn die ganze Zeit dazwischen quatschen? Vielleicht kann er nicht anders. Oder hat einen Grund. In der Kantine frühstücken. Da gibt dir einen guten Rat, gewöhn dir das nicht an, du. Das ist irrsinnig bequem. Ja? Ja? Damit geht der Rest deines Privatlebens auch noch in die Binsen. Ja, der Rest, der darin besteht, dass ich mir meinen Kaffee zu Hause selber mache. Ja, genau das meine ich. Alles klar. Sie kommen gerade. Gut, geht in Ordnung. Gut, dass ihr kommt. Ihr müsst gleich wieder weg. Mord an einer Frau. Junges Mädchen, Dolomitenstraße? Wie kommst du darauf? Nein, eine ältere Frau. Maria Simka, Tenkstraße 17. Sie wurde wahrscheinlich erwürgt. Entschuldige, aber die Kleine geht mir nicht aus dem Kopf. Die Frau hat Würgemale am Hals. Allerdings nicht sehr ausgeprägt. Als Todesursache möchte ich Ersticken fast ausschließen. Sie könnte hervorgerufen durch Schreck oder Aufregung einen Infarkt erlitten haben. Allerdings, Näheres bringt erst die Autopsie. Ich danke Ihnen, Doktor. Bitte. Stefan? Ja? Maria Simka, Jahrgang 29, Alleinleben, Buchhalterin, war zuletzt arbeitslos. Wer hat sie gefunden? Ihr Sohn. Wollte sie heute Morgen besuchen und da hat sie nicht aufgemacht und dann hat er die Tür aufbrechen lassen. Wo ist er jetzt? Hier im Nebenzimmer. Was? Danke dir. Nein, nehmen Sie die Unterlagen. Doktor, nein, wann ist der Tod eingetreten? Schon vor Mitternacht. Danke. Herr Simka? Ludwig Simka, ja. Es tut mir sehr leid, das mit Ihrer Mutter. Sie haben sie heute Morgen gefunden, nicht? Ja. Aber Sie wohnen nicht hier. Kommen Sie, setzen Sie sich. Nein, nein, ich wohne nicht hier. Was sind Sie vom Beruf? Lagerverwalter. Mhm. Im Moment ohne Beschäftigung. Meine Firma ist aufgelöst worden. Besuchen Sie Ihre Mutter regelmäßig morgens? Nein, nein. Ich habe gestern Abend versucht anzurufen. Hat sie sich nicht gemeldet. War ich beunruhigt. Bin ich heute Morgen erstmal hierher gefahren. Sagen Sie, ist sie erwürgt worden? Ja, das muss die Autopsie ergeben. Hatte sie ein schwaches Herz? Ja, das hatte sie. Sie hatte schon mal einen Herzinfarkt vor 3 Jahren. Als Sie heute Morgen hierher kamen, was war mit der Wohnungstür? War die unversehrt? Ja. Ja, und die Tür, war sie abgeschlossen? Nein, nein, die war nur zugezogen. Naja, dann muss Ihre Mutter die Täter ja hereingelassen haben. Ich meine,
Mir gab es keine Anzeichen eines Raubüberfalls, es war nichts verwüstet oder was? Nein, überhaupt nicht. Da muss Ihre Mutter die Täter gekannt haben. Kennen Sie den Bekanntenkreis Ihrer Mutter? Meine Mutter hatte keinen großen Bekanntenkreis. Nur ein paar Arbeitskollegen von früher. Sonst lebte sie ziemlich zurückgezogen. Herr Simka, wer könnte Ihre Mutter gestern Abend besucht haben? Und wer könnte so mit ihr in Streit geraten sein, dass er sie erwürgen wollte? Keine Ahnung. Wir haben in der Küche im Ausguss drei Gläser gefunden. Fingerabdrücke? Keine. Sehr vorsichtig abgetrocknet worden. Drei Gläser? Ja, sieht so aus, als hat die Frau zuletzt noch Besuch gehabt von zwei Leuten. Mhm. Was sagt denn der Sohn? Der sagt nicht viel. Er gibt nur zögernd Auskunft. Mhm. Das haben wir doch schon mal gehabt. Was ist? Gestern Abend bei dem jungen Mädchen. Ach so, ne? Ja. Ist schon alles vorbei? Wo hat man sie hingebracht? Ich sagte Ihnen ja schon, man muss die genaue Todesursache feststellen. Ja, ich weiß. Sie werden sofort benachrichtigt, wenn die Tote zur Beerdigung freigegeben ist. Ah, ist gut. Dann kann ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Meine Frau und die Kinder haben noch keine Ahnung, was passiert ist. Ach, Ihre Adresse haben wir. Ja, ja. Gut. Herr Simka, ich habe eine Frage. Ist denn der Name Helga Södern bekannt? Ja, das war die Sekretärin von meiner Mutter. Aber wie kommen Sie denn auf die? Es ist schon gut. Sie können gehen. Sag mal, wenn die beiden sich kennen, wie kam es denn auf die? Du hast mich mit dem Mädchen aufgewacht. Und da ist noch etwas. Helga Södern, die sprach von zwei Männern, die sie verfolgt haben. Und auch hier gab es zwei Besucher. Vielleicht ist sie schon tot. Wollen Sie zu Fräulein Södern? Ja. Die ist nicht da, die ist heute Morgen mit zwei Koffern runtergegangen. War ein junger Mann dabei? Ja, die sind wahrscheinlich verreist. Aha. Du hast seine Adresse. Was ist? Hat sie Ihnen die Sprache verschlagen? Wieso? Was kann ich für Sie tun? Wir dürfen nicht reinkommen. Doch. Ja, natürlich, kommen Sie rein. Guten Tag, Frau Söder. Wir waren in Ihrer Wohnung. Wir trafen Sie dann natürlich nicht an und eine Hausbewohnerin sagte uns, Sie wären verreist. Ja, aber sie ist doch gar nicht verreist. Wer behauptet sowas? Haben Sie das Haus nicht mit zwei Koffern verlassen? Naja, sie ist zu mir gezogen, aber das kann ich erklären. Das kann sie doch auch selber erklären, oder? Ja, aber sie kann nicht mehr sagen, als ich auch sage. Ah ja? Ja, sie steht immer noch unter dem Eindruck dieser Einbildungen von gestern Abend. Ja, und da habe ich ihr gesagt, gut, dann komm halt für ein paar Tage zu mir, bis du begreifst, dass das alles Hirngespinste sind. Ist doch ganz verständlich, oder? Kennen Sie Maria Simka? Was ist? Kennen Sie sie nicht? Ja, doch. Ich kenne eine Maria Simka. War das nicht mal eine Chefin von dir? Sie meinen doch die Buchhalterin, gell? Ja, die meinen wir. Die Buchhalterin. Natürlich kennt sie die. Da war sie mal Sekretärin. Was ist denn mit der Frau? Sie ist gestern Nacht ermordet worden. Die Frau Simka ist tot. Wer hat sie denn umgebracht? Der Täter, oder sagen wir, die Täter sind unbekannt. Sie wurde erwürgt. Erwürgt? Und wann war das? Gestern. Gestern Abend, gegen 10, 11 Uhr. Gestern Abend. Wissen Sie, ich kenne Frau Simka auch. Sie ist eine sehr liebenswürdige Frau, die zu uns beiden immer sehr freundlich war.
was Sie uns da sagen, das trifft uns schon sehr. Ja, ja. Ich sehe es Ihnen an. Hat sie nicht einen Sohn? Wie heißt er noch? Ludwig. Ja, genau, Ludwig. Ludwig Simka. Weiß der Bescheid? Oh ja. Er hat seine Mutter heute Morgen gefunden. Ach so, Sie haben schon mit ihm gesprochen? Ja, natürlich haben wir mit ihm gesprochen. Aha, und was sagt er dazu? Er konnte uns nicht helfen. Keine Vermutung, keine Erklärung. Frau Simka, er hat gestern Abend zwei Besucher hereingelassen. Zwei, die sie offenbar kannte. Zwei, aha. Zwei Besucher? Ja, es waren zwei. Was ist? Ja, ich glaube, es ist besser, Sie setzen sich. Sie hat immer ein ganz besonderes Verhältnis zu Frau Simka gehabt, die fast wie eine Mutter zu ihr war. Die beiden haben sich wirklich ungeheuer gut verstanden. Sag mal, soll ich dir irgendwas bringen? Ein Glas Wasser oder eine Tablette oder so? Oder vielleicht willst du dich hinlegen. Es wird sicher niemand was dagegen haben. Und Sie sehen ja, in was für einem Zustand sie ist. Komm, leg dich hin. Hm? Moment mal. Also glauben Sie immer noch, dass das, was Ihre Freundin gestern Abend so ängstigte, nur Einbildung? Sie wurde verfolgt von zwei Leuten bis in ihre Wohnung. Ebenso wie zwei Leute Frau Simka besucht haben, waren es nun dieselben Leute. Hm? Weil der Verdacht, der liegt ja doch nahe, nachdem ihre Freundin und Frau Simka befreundet sind. Sehr eng befreundet sind. Was verbindet die beiden? Ja, was fragen Sie mich? Stehen Sie doch bitte. Wer waren die beiden Männer, die Ihnen gestern Abend gefolgt sind? Ich bin sicher, Sie wissen es. Wie können Sie sowas fragen? Was unterstellen Sie ihr da? Wollen Sie sich nicht mal raushalten? Harry, lass ihn. Er kann nicht anders. Von Sühlern, ich muss ihn mitnehmen ins Präsidium. Wieso? Wozu? Ist sie jetzt festgenommen oder was? Also gut, bitte, dann nehmen Sie sie halt mit. Aber sie wird nichts anderes sagen, als sie bis jetzt gesagt hat. Wollen Sie etwas trinken? Einen Kaffee? Ja, bitte. Harry, bist du so lieb? Willi? Ja? Das ist mein Kaffee, bitte. Kommt ihr vorwärts? Mühsam. Sie sagt nichts. Kann sie nicht oder will sie nicht? Ja, kann nicht, will nicht. Im Ergebnis ist es dasselbe. So, bitte. Danke. Nun trinken Sie aber auch. Macht nichts, passiert mir dauernd. Die Firma, in der Sie beide, Frau Simka und Sie, gearbeitet haben, die existiert nicht mehr. Nein. Was war denn das für eine Firma? Das war eine pharmazeutische Fabrik. Hm, was haben die hergestellt? Alles Mögliche. Farben und Lacke, bis hin zu Düngemitteln. Ja. Ja, und die Firma wurde aufgelöst. Ja. Der Besitzer starb vor einem Jahr. Sein Bruder ist kein Chemiker und wollte den Betrieb nicht weiterführen. Man hätte auch modernisieren müssen. Das wollte er nicht. Wann wurde der Betrieb aufgegeben? Vor einem halben Jahr. Aber Ihre Verbindung zu Frau Simka, die riss nicht ab, was? Wir haben uns immer mal wieder gesehen. Sie können gehen. Sie verschweigen uns etwas. Und das zu tun, ist ein Fehler. Ein Fehler, den Sie einsehen sollten. Na, wenn Sie ihn eingesehen haben, rufen Sie mich an.
Darf ich Ihre unausgesprochene Frage beantworten? Sie hat nichts gesagt. Was sollte sie auch sagen? Können wir gehen? Ja, Sie können gehen. Vielleicht hättest du hartnäckiger sein sollen. Vielleicht, ja. Aber das bringt die Dinge ja auch nicht weiter. Die beiden gehören nicht zu den Kunden, mit denen wir es sonst zu tun haben. Ja, eigentlich nicht. Aber sie lügen wie die anderen. Das darf man nicht so eng sehen. Sie lügen nicht. Sie sagen nur nicht die Wahrheit. Vermutlich die Enkelkinder. Na, ihr beiden. Ich hab sie durchs Fenster kommen sehen. Gertrud! Gertrud, kommst du mal? Die Herren sind von der Kriminalpolizei, meine Frau. Guten Tag, Frau Sinclair. Guten Tag. Passt du auf, dass die Kinder nicht reinkommen? Ja. Kommen Sie rein. Bitte kommen Sie rein. Hier lang. Möchten Sie vielleicht was trinken? Nein, nein. Ich weiß gar nicht, was ich da habe. Ein Bier vielleicht? Machen Sie sich gar keine Umstände. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Wissen Sie, der Haushalt ist völlig durcheinander. Meine Frau ist noch nicht zum Einkaufen gekommen. Wir haben auch noch nicht zum Mittag gegessen. Ja, wir sind alle völlig durcheinander. Die Kinder wissen natürlich nichts davon. Sie würden es nicht begreifen. Ich selber kann es ja kaum begreifen. Ich erzähle gerade, wie uns das alle mitgenommen hat, wie unbegreiflich alles für uns ist. Wissen Sie denn schon, woran sie gestorben ist? Ja, nein, wir haben den Bericht noch nicht. Herr Simka, Sie erinnern sich doch, dass ich Sie... Ich habe Sie heute Morgen gefragt, ob Sie Helga Söhlern kennen. Ja, ja, ich weiß. Nachher habe ich mich gefragt, warum Sie den Namen erwähnt haben. Ich sehe keinen Zusammenhang. Nun ja, also gestern Abend hat mich Helga Söhlern angerufen. Sie bat mir um Hilfe. Bat sie um Hilfe? Ja, sie sagte, sie befände sich in Lebensgefahr. Gottes Willen. Wir sind natürlich sofort hingefahren, aber da war nichts. Es war nichts passiert. Ein Herr Hassler öffnete uns die Tür. Und, kennen Sie ihn? Hassler? Ja, ja, den kennen wir. Das ist der Freund von Helga Söhlern. Ja. Also, Herr Hassler behauptete, diese angebliche Bedrohung, das sei nur reine Einbildung gewesen. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie Fräulein Söhlern kennen, aber auf uns wirkt sie eher ängstlich. Und ich meine, das schließt ja nicht aus, dass sie viel Fantasie hat und dadurch zur Übertreibung neigt. Tut sie das? Sie beschreiben sie sehr gut. Sie war doch immer leicht zu beeindrucken. Sie hatte wirklich eine blühende Fantasie. Ich kann das nur bestätigen. Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen dem, was sie da erzählt hat, und dem Tod meiner Mutter? Tja, ich meine, die beiden Frauen kennen sich sogar sehr gut. Wäre das so abwegig? Nein, nein. Also Ludwig, ich finde das völlig abwegig. Meine Schwiegermutter und Fräulein Södern hatten seit einem halben Jahr nichts mehr miteinander zu tun. Oder so gut wie nichts. Na ja, das stimmt. Die Firma, bei der sie zusammengearbeitet haben, existiert ja nicht mehr. Seitdem sind sie ja beide arbeitslos. Mhm. Sie sind ja auch arbeitslos. Ja, ja, ich habe ja auch dort gearbeitet, bis Schluss gemacht wurde. Warum wurde Schluss gemacht? Die technischen Anlagen waren ziemlich veraltet. Nachdem der Besitzer gestorben war, interessierte sich niemand dafür. Und der Betrieb ist nicht in andere Hände übergegangen? Sie hören doch, was mein Mann sagt. Die Firma war nicht zu verkaufen. Sie hatte nur noch Schrottwert. Ja, es wurde alles demontiert. Ich habe dann noch eine Weile zu tun gehabt bei dem Abbau. Wie hieß der Besitzer?
Johannes Stargard. Er hat auch noch einen Bruder, Berthold Stargard. Aber der ist Verleger, kein Chemiker. Mhm. Ja, trotzdem. Geben Sie mir bitte mal seine Adresse. Was wollen Sie denn mit dem? Der kann Ihnen doch überhaupt nicht weiterhelfen. Wo befindet sich eigentlich die Fabrik? Was willst du denn hier? Ist doch so trostlos. Ja. Mich interessiert, wo die Leute gelebt, wo sie gearbeitet haben. Ich. Na gut, hier hat Fräulein Södern gearbeitet, die Frau Simke hat gearbeitet. Ja, und wie wir gehört haben, auch ihr Sohn. Gehen wir mal da lang. Wie du meinst. Ah, es ist kalt. Hier ist der Zutritt verboten. Zunächst einmal guten Tag. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Wollen Sie was von mir? Wir wollen wissen, wer Sie sind, was Sie hier tun. Mein Name ist Hoppe. Ich war hier mal Werkmeister. Ja, und ich räume noch etwas auf. Wieso kommen Sie hierher? Haben Sie mich gesucht? Nein, eigentlich nicht. Kennen Sie Maria Simka? Ja, unsere frühere Buchhalterin. Sie ist gestern Abend ermordet worden. Nein, sie ermordet? Zwei Männer haben Sie besucht. Die haben mit ihr noch was getrunken und dann haben sie erwürgt. Ja, was wollen Sie jetzt von mir? Kennen Sie auch Helga Södern? Ja, natürlich. Die war hier Sekretärin. Es besteht die begründete Annahme, dass auch auf Helga Södern ein Mordanschlag verübt werden sollte. Also, ich weiß gar nicht. Was erzählen Sie mir da? Das ist ja alles unmöglich. Nun hören Sie mir zu. Sollten Sie hier ein bisschen auskennen, dann können Sie mir sicher eine Frage beantworten. Was für eine Verbindung gab es zwischen Maria Simka und Helga Södern? Also wissen Sie, Sie haben mir vielleicht einen furchtbaren Schrecken eingejagt. Sie kommen hier rein. Kriminalpolizei, das haut einen ja erst mal um. Ja, vielleicht gehen wir mal hoch in eines der Büros. Hier ist es ja zu kalt. Ja, so weiß Gott recht. Schock, wenn ich hier reinkomme. Mehr als 20 Jahre lang war das hier mein Zuhause, also mein zweites Zuhause. Tja, Sie haben mich gefragt. Ich habe Sie gefragt,
Welche besondere Verbindung gab es zwischen Maria Simka und Helga Söder? Die beiden haben miteinander gearbeitet, die saßen am Schreibtisch sich gegenüber. Ich meine, das war die besondere Verbindung, sonst nichts. Was für eine Verbindung suchen Sie denn? Wir suchen das Mordmotiv. Ja, muss für beide Frauen gelten. Sie regen mich wirklich auf mit Mord und Mordmotiv. Also, ich sehe da nichts. Nein, überhaupt nichts. Sie waren Ihr Werkmeister? In der Funktion eines Abteilungsleiters. So wäre das präziser ausgedrückt. Ja, wir waren ja hier ein vollkommen veralteter Betrieb. Unser Chef, Gott hab den alten Mann selig, der hat doch hier nichts mehr reingesteckt. Das war ein Geschäftsmann, der eben sagte, wir haben das 50 Jahre lang so gemacht, also kann es ja wohl nicht schlecht gewesen sein. Tja, und ich selber, für andere Firmen bin ich mit dem, was ich kann, uninteressant. Da hoffe Ihre Reaktion auf meine Mitteilung, dass Frau Simka ermordet worden sei, die war ziemlich lakonisch. Lakonisch? Ja. Ja, dafür, dass Sie 20 Jahre mit der Frau zusammengearbeitet haben. Haben Sie schon gewusst, dass sie tot ist? Nein. Nein, das war mir ganz neu. Ja, sagen Sie, wie muss ich mich denn nach Ihrer Meinung benehmen? Soll ich vielleicht in Tränen ausbrechen? Ich habe, weiß Gott, ganz andere Sorgen. Alle wissen etwas, alle schweigen. Opa hat gewusst, dass sie tot ist. Das könnte zum Beispiel von Ludwig Simka erfahren haben. Ja gut, warum sagt es denn nicht? Warum tut er so, als wüsste er es nicht? Stargard gesprochen. Ja, mich oder meinen Vater? Ihren Vater. Wir sind von der Kriminalpolizei. Dann müssen Sie vorne zur Tür und kräftig klingeln. Er hört nicht sehr gut. Oder Moment. Gehen Sie gleich rein. Einfach durchgehen bis ins Büro. Bitte sehr. Danke sehr. Bitte schön. Sind Sie denn hereingekommen? Ihr Sohn hat uns den Schlüssel gegeben. Ach, dann haben Sie gar nicht geklingelt. Doch, zweimal ganz kräftig. Oh, entschuldige, ich habe nichts gehört. Wer sind Sie bitte? Das ist der Klein, mein Name ist Derek. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wir hätten Ihnen gerne einige Fragen gestellt. Ich hoffe nur, wir stören Sie nicht. Also, wenn ich jetzt sagen würde, nein, Sie stören gar nicht, dann müsste ich lügen. Ich habe nämlich hier ein Manuskript. Ungeheuer interessant. Kommen Sie zu mir als Verleger? Nein. Es geht um den Betrieb Ihres Bruders. Ach, aber das erledigt doch alles mein Sohn. Nein, wissen Sie, die Chemie ist gar kein Thema für mich. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Das alles sind völlig fremde Welten für mich. Um was geht es denn? Es geht um den Mord an einer früheren Angestellten Ihres Bruders. Was sagen Sie da? Sag mal,
Wovon sprechen Sie denn? Von Mord? Vom Mord an Frau Maria Simka. Simka? Simka, den Namen muss ich doch schon gehört haben. Oh, Fred, gut, dass du kommst. Mir werden hier Fragen gestellt, die ich nicht beantworten kann. Von Mord wird hier gesprochen. Sag mal, kennen wir eine Frau Simka? Ja, so eine frühere Angestellte in der Fabrik. Wollen Sie sagen, dass Frau Simka, ich meine, unsere Frau Simka, ermordet worden ist? Ja, gestern Abend. Das ist ja ungeheuer. Wer kann diese Frau umbringen? Und warum? Aus welchen Gründen? Eine ältere Dame. Du kanntest sie, Papa. Sie war öfters hier mit anderen Angestellten. Sie hat sich sogar für deine Bücher interessiert. Ach, das wäre mir doch aufgefallen. Von den Angestellten meines Bruders hat sich niemand für meine Bücher interessiert. Die ja, Papa. Also, was ist passiert? Frau Simka wurde erwürgt. So etwa gegen 22 Uhr in ihrer Wohnung. Wollte man sie berauben? Unsinn. Was konnte man dieser Frau wegnehmen? Sie hatte ja nichts. Ich meine, fast nichts. Buchhalterin war sie, Papa. Eine sehr gute Kraft. Die hat ganz gut verdient, aber Reichtümer hat sie nicht erworben. Sagen Sie, haben Sie schon eine Vermutung, wer der Täter war? Ich meine, was ihn bewogen hat, diese arme Frau umzubringen? Nein. Sie? Ich? Ich meine, fragen Sie das im Ernst? Ja, weil das Motiv für den Mord möglicherweise etwas mit dem früheren Beruf von Frau Simka zu tun haben könnte. Wovon wird eigentlich geredet? Ich verstehe es nicht. Papa, du hast doch gehört, da ist eine frühere Angestellte umgebracht worden. Und die Polizei vermutet, wie sagten Sie, ein berufliches Motiv. Was stellen Sie sich da vor? Ja, was hat denn das was mit uns zu tun? Ich weiß nicht, was die Polizei vermutet, Papa. Danach frage ich ja gerade. Aber Sie haben noch nicht geantwortet. Könnte das Motiv für den Mord in der früheren Tätigkeit der Frau Simka in der Firma Ihres Onkels liegen? Die Firma gibt's doch gar nicht mehr. Der Betrieb ist doch abgebaut, verschrottet worden. Das haben wir gesehen. Ach, Sie waren da. Nur dann haben Sie ja gesehen, dass da alles öd und leer ist, nicht? Wovon wird eigentlich geredet? Ich verstehe nichts mehr. Es ist schon in Ordnung, Papa. Es hat sich alles geregelt. Haben Sie auch im Betrieb Ihres Onkels gearbeitet? Ich? Nein, ich habe keine Beziehung zu Chemie. Mein Onkel hat mich als Kind oft mitgenommen in die Fabrik. Er wollte, dass ich mich dafür interessiere. Aber wissen Sie, bei mir ist nur eine Empfindung hängen geblieben. Chemie stinkt. Sie sind Ästhet. Ja, ja, da haben Sie recht. Wovon man aber leider nicht leben kann. Wovon leben Sie also? Was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin auf der Suche nach einem Beruf. Donnerwetter, da kann man nur gratulieren, ne? Ja, wissen Sie, mein Onkel, das war kein großer Industrieboss, der hat nicht sehr viel hinterlassen. Bis auf dieses riesige Grundstück, auf dem diese Fabrik stand. Das ist millionenwert. Also wir sind gerade dabei, es zu verkaufen. Mhm. Und bis dahin, meinen Sie, warten Sie noch mit dem eigenen? Da tut er überhaupt nichts mehr. Das ist gut, sehr gut. Sein Vater steht am Fenster. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ja. Das sind ja die beiden. Helga, da ist schon wieder die Polizei. Guten Abend. Hallo. Hallo. Die Polizei geht aus. Ist das auch Ihr Lokal? Ich habe Sie ja noch nie hier gesehen. Guten Abend, Fräulein Södern. Eigentlich wollten wir ja nach Ihnen schauen. Ihr Nachbar sagte uns, wo wir Sie vielleicht finden können. Ja, hier ist halt immer was los. Aber wieso wollten Sie nach uns schauen? Wir wollten nur sehen, wie es Ihnen geht. Ob Sie Ihre Angst inzwischen überwunden haben. Aber keine Spur mehr von Angst. Angst?
Wer hat Angst? Ach, Helga hatte gestern Angstzustände. So völlig absurd. Und dann hat sie die Polizei angerufen. Ist doch totaler Wahnsinn. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung, hä? Helga hat sich heute ein neues Auto gekauft. Das hier ist der Verkäufer. Wir trinken gerade einen drauf. Wollen Sie auch einen? Du, bringst du noch zwei Gläser? Sie hat sich ein Auto gekauft? Ich sag das nur, um Ihnen zu zeigen, dass sie wieder völlig normal ist. Ja, ja, natürlich, ja. Kann man den Wagen mal sehen? Natürlich. Kommst du? Darf ich mich mal reinsetzen? Natürlich, tun Sie es nur. Okay. Ach ja. Wie war denn drauf? 150. Der ist ja nicht nur neu, der ist ja niegelnagelneu. Hä? Haben Sie sich immer schon so einen Wagen gewünscht? Na, hören Sie. Na ja, ich frage nur, meine, Sie sieht ja nun nicht besonders glücklich aus, nicht? Schon bezahlt? Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Das tue ich aber. Sie ist arbeitslos. Ja, aber die Firma zahlt ja eine Art Prämie. Wissen Sie, sowas wie eine Abfindung. Wieso denn das? Die Firma ist doch pleite. Aber die verkaufen gerade das Grundstück. Ach, ja, ja, natürlich das Grundstück. Und das ist ja Millionen wert. Das war am Angelweg 26. Und dann hier ist der Autopsiebericht. Was steht denn drin? Maria Simka ist an einem Herzinfarkt gestorben. Dann haben wir es nicht mehr mit Mord zu tun. Das muss der Richter entscheiden. Sie wurde angegriffen, sie wurde gewürgt. Das steht fest. Deshalb bekam sie einen Herzschlag. So sehe ich das. Guten Tag. Sie? Ja, wir müssen Sie noch mal stören. Bitte, kommen Sie rein. Wer ist es denn, Ludwig? Guten Tag, Frau Simka. Es betrifft Ihre Mutter. Wir haben den Obduktionsbefund bekommen. Ah, ja? Also, die eigentliche Todesursache ist Herzinfarkt. Hab ich dir nicht gesagt, Ludwig? Das Herz. Das Herz war's. Das ist sehr, sehr gut, dass Sie uns das sagen. Hast du nicht gehört? Ja, ja, ich habe gehört. Wissen Sie, in gewisser Weise, ja, es tröstet uns ein bisschen. Ist doch so, Ludwig. Weil jetzt kann man nicht mehr sagen, dass sie ermordet wurde. Ja. Sie wollen bauen? Ja, eigentlich nur umbauen. Oder besser anbauen. Die Kinder werden größer. Das Haus ist so beengt. Wir brauchen einfach mehr Platz. Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber es ist eine teure Angelegenheit. Ja. Jetzt, wo Ihr Mann ohne Stellung ist. Ne? Er bekommt ja die Abfindung, die er sich auch verdient hat. Das ist ja die Firma schuldig nach jahrelanger Mitarbeit. Ein Vermögen ist ja vorhanden. Naja, ich habe gehört. Das Grundstück wird verkauft. Was glauben Sie, was das wert ist? Wir haben das Grundstück gesehen. Sie waren da? Ja. Wir haben da einen Kollegen von Ihnen getroffen, einen ehemaligen Werkmeister. Hoppe? Ja, Herrn Hoppe. Was hat denn der da gemacht? Da wird doch noch aufgeräumt. Ist das Grundstück schon verkauft? Es wird verkauft. Die Stadt kauft es. Wie viele Angestellte hatte die Firma? Ungefähr 120. Ach, da bekommt jeder eine Abfindung? Nein,
Wer bekommt denn eine? Also Helga Södern bekommt eine. Die hat sich gerade ein Auto gekauft. Sie bekommen eine Abfindung, Sie wollen bauen, also kann es keine kleine Abfindung sein. Wie hoch ist sie denn? Ich weiß es noch nicht genau. Ich meine, wenig kann es doch nicht sein bei den Plänen, die Sie vorhaben. Ich glaube, dass meine Frau sich da falsche Vorstellungen macht. Wer bekommt noch eine Abfindung? Der Werkmeister Hoppe? Ja, der auch. Und sonst noch jemand? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ihre Mutter? Bekäme sie auch eine Abfindung? Ja, die auch. 120 Leute. Und nur 4 davon, die eine Abfindung bekommen, die so hoch ist, dass sie sich Autos kaufen können und Häuser umbauen können. Ja, 4 Leute. Eine Sekretärin, eine Buchhalterin, ein Lagerverwalter und ein Werkmeister. Ja, ich bin auch hier. Hallo. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Betreten des Geländes ist verboten. Weshalb eigentlich? Also sind gut, wegen Einsturzgefahr. Sie wollen nicht haftbar gemacht werden, wenn Ihnen was passiert. Wen suchen Sie denn? Wir wollten mit Herrn Hoppe sprechen. Haben Sie nicht gestern mit ihm gesprochen? Es ergeben sich ständig neue Gesichtspunkte. Welche? Bekommen Sie auch eine Abfindung? Ja, auch. Warum fragen Sie? Was interessiert Sie an einer Abfindung, die alten Mitarbeitern gezahlt wird? Die Höhe und die Empfänger. Sie zahlen 4 Leuten sehr große Beträge. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Es sind ja nur noch 3. Frau Simka, die ist ja rausgefallen aus der... Rechnung. Hm? Also jetzt müssen Sie mir helfen. Ich verstehe Ihre Gedankengänge nicht ganz. Na gut. Also ich werde es mal ganz klar formulieren. Wofür wird eigentlich dieses Geld gezahlt? Für treue Dienste. Einer Sekretärin, eines Lagerverwalters, eines Werkmeisters. Und warum nicht? Wissen Sie was? Ich finde Ihre Fragen absolut beleidigend. Ich habe Jahrzehnte hier zugebracht, jahrzehntelang habe ich hier geschuftet. Wollen Sie meine Arbeit vielleicht schlecht machen? Oder die Rechte, die ich mir damit erworben habe, das verbitte ich mir ein für alle Mal. Und mir ist es ganz wurscht, wer Sie sind. Polizist oder nicht. Herr Hoppe, es lag mir ganz fern, Sie zu kränken. Sie versuchen, die Rechte mir streitig zu machen? Halten Sie jetzt den Mund! So, jetzt darf ich mal fragen, was Sie hier machen. Sie vertreten die Interessen Ihrer Freundin, was? Die zwar nicht jahrzehntelang hier geschuftet hat, aber die dennoch mitkassiert. Entschuldigen Sie, sie hatte hier eine Vertrauensstellung. Ach ja.
sie die immer noch? Ja, die hat sie. Und wir fühlen uns dafür verantwortlich. Hallo, Herr Simka. Ja, dann kommen Sie doch rein. Was ist denn los mit Ihnen? Warum kommen Sie hierher? Was bezwecken Sie damit? An wen das Grundstück verkauft wird? Ja, ja, ich habe gehört, na, Ihr Frau hat es doch gesagt, an die Stadt. Wissen Sie auch, was die Stadt damit machen will? Hier soll eine Schule gebaut werden. Hier, wo wir jetzt sind, soll eine Schule entstehen. Kinder sollen hier lernen und spielen. Meine Mutter hat gesagt, das geht nicht. Das können die nicht machen. Keine Schule. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich meine Kinder in diese Schule schicken würde. Ich habe gesagt, nein, das würde ich nicht tun. Und dann hat sie gesagt, aber andere Kinder willst du in diese Schule gehen lassen. Was ist los mit diesem Grundstück? Wir haben gewisse chemische Rückstände nicht abtransportiert. Die Meldungen darüber sind falsch deklariert worden. Wir haben sie hier auf diesem Grundstück vergraben. Das Grundstück kann man nicht verkaufen. In ein paar Jahren wird die Erde hier verseucht sein. Von einer gesundheitlichen Gefährdung kann überhaupt keine Rede sein. Da werden ewige Schreckgespenster aufgebaut. Das ist ein absolut gesundes, brauchbares Grundstück, was man jederzeit verkaufen und auch bebauen kann. Wie wollen Sie das beurteilen? Sie sind doch kein Chemiker. Dann lassen Sie doch überprüfen. Graben Sie doch diese Fässer aus. Man kann sie auch abtransportieren, wenn es unbedingt sein muss. Aber es muss nicht sein. Und das werden Experten bestätigen. Sind Sie ein Experte? Ich bin kein Experte, ich bin ein Praktiker. Und wie Sie sehen, stehe ich noch gesund und munter vor Ihnen. Und ich habe immer mit dem Zeug zu tun gehabt, was wir da vergraben haben. Weil im Grunde geht es doch darum, wer von den dreien ist der Schuldige am Tod von der Simka. Wir werden es bald erfahren, und zwar von Helga Södern. Die weiß ja, wer ihr gefolgt ist. Sie hat gar keinen Grund mehr, es uns zu verschweigen. Willi? Nach 10 Minuten gehst du rein und lässt sie laufen. Ja, wieso denn das? Für die drei da drin gibt es jetzt nur noch eine Gefahr. Helga Söder. Entschuldige, ich habe die beiden mitgebracht, aber du brauchst keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Es geht jetzt nur einfach darum, dass wir uns alle richtig verhalten, verstehst du? Auch Sie, besonders Sie. Können wir reinkommen? Was ist denn passiert? Die Polizei hat rausgekriegt, was mit dem Grundstück los ist. Das ist passiert. Komm. Und jetzt geht's um Maria Simka. Hören Sie zu. Sie wissen, dass es sich bei Ihrem Tod nicht um einen Mord handelt. Hoppe war vielleicht ein bisschen zu jähzornig, weil die Frau zu uneinsichtig war, weil sie einfach nicht zuhören wollte. Die von der Polizei werden jetzt kommen und dich noch mal fragen, wer dich verfolgt hat. Sie müssen dabei bleiben. Sie haben keine Ahnung. Ist das klar? Das Geld geht uns jetzt durch die Lappen.
Aber die sollen uns nicht noch einen Mord anhängen. Aber sie ist doch tot. Und Sie sind schuld, Sie! Sag das nicht nochmal, du! Hey, 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 hey. Was ist denn los hier?